Herzlich willkommen zur 25. Folge des Second Breakfast Clubs, dem 25. zweiten Frühstück. Und auch heute bin ich nicht alleine, denn der Michi ist wieder da. Hallo in die Runde. Ich glaube, meine Stimme ist ja dem einen oder anderen bekannt. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute mit uns hier dabei seid bei der 25. Folge des Second Breakfast Clubs. Und Michi, wer ist denn noch da? Ja, wir haben heute zwei wunderbare Gäste zu einem meiner Meinung nach wichtigen Thema, vor allem für die Community. Und zwar habe ich auf der einen Seite einen begnadeten Maler und wahnsinnig sympathischen Kerl ausfindig gemacht und für uns heute in seinem eng gestrickten Terminkalender einen Moment gefunden. Und zwar ist das der liebe Jonathan von Wave Color Studios. Ja, hi zusammen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freue mich Dich sehr, kurz vorstellen. bei dem coolen Format dabei zu sein heute. Und ja, freue mich auf interessante Hobbygespräche mit euch. Ja, das war Gast Nummer 1 und Gast Nummer 2 ist der liebe Samuel von The Bitsmith. Auch dem ein oder anderen Gusteur des begnadeten Bitverbrauchs ein Begriff, der Wert legt auf perfekt gedruckte 3D-Dateien im Customize-Format als auch im bestehenden Druck. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Habe ich genug geschleimt? Reicht das? Ja, Reicht das war sehr nett. das? Also In Österreich nennt man sowas Godal-Graulen. ich bin fast drauf ausgerutscht auf der Schleimspur, aber das passt schon. Ja. Passt schon. Man muss ja die Leute bei der Laune halten, ne? Ich glaube, es mit dem 3D-Druck und so weiter, wenn wir diese Folge gerade aufnehmen, ist die vorangegangene noch gar nicht online. Da haben wir uns vor allem mit 3D-Druck und so weiter beschäftigt. Deswegen denke ich mal, müssen wir gar nicht so auf die technischen Details dieses Mal eingehen. Nein. Aber ich würde mal sagen, wir machen es jetzt. Das hat nämlich beim letzten Mal einfach vergessen. Wie war eure Hobbywoche? Stimmt. Ja, Michi, hau mal raus. Ja, ich bin fleißig am Arbeiten an der Themenwoche, die ich ja jetzt immer wieder ankündige und dergleichen. Ich bemal gerade die letzten Figuren, streue permanent irgendwelche Tipps in die Community, was denn das Thema der Themenwoche sein wird. Bis jetzt haben es noch nicht wirklich viele rausgefunden. Ich weiß nicht, entweder das Problem ist, viele wünschen sich irgendwas und dann glauben sie, das kommt. Sonst, was hat sich getan? Ich arbeite ein bisschen an meinen blauen Bergen. Ich male ein paar Modelle an und sonst tut sich eigentlich nicht viel. Also ich kann bei weitem nicht so viel sprechen, aber ich habe gestern rausgefunden, man kann mit einem Baby am Bauch Figuren anmalen. Ja, das habe ich gesehen, sah süß aus. Hast du mir ein Bild geschickt? Ja, das war mal meine Woche. Ja, ich kann ja dann mit meinem mal so ein bisschen weitermachen. Nicht so viel tatsächlich hat sich getan. Ich glaube, seit dem letzten Mal, ich habe den Gimli habe ich fertig bekommen und fand das tatsächlich ganz interessant, dass mir prinzipiell im direkten Vergleich zwischen dem ältesten Gimli-Modell, was es gibt, und diesem, ja, von den drei Jägern, diesem Zinnwing, dass mir der Gefährten Gimli vom Detailgrad tatsächlich sogar noch mehr zusagt. Also hätte ich so nicht direkt gedacht ursprünglich, aber tatsächlich sind die ganz alten Figuren nicht unbedingt immer schlechter als spätere. Ich meine, kein Vergleich zu dem, was dann in Resin rausgekommen ist, aber trotzdem. Ja, und ansonsten, ich bin jetzt gerade dabei, so ein paar. Ich habe ja so ein Radagast-Diorama mal gemacht. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das so ein bisschen aufzupimpen, indem ich dann noch so ein paar Miniaturen in diese Szenerie hineinsetze. Und die bin ich gerade dabei, ja, mal so zusammenzusuchen, anzumalen und so weiter und so fort. Und tue auch immer mal wieder für meinen Instagram-Account jetzt so ein paar ältere Modelle. Ja, meistens noch mal ein bisschen die Bases upgraden, bevor ich dann da mal Bilder dazu mache und so weiter und so fort. Ja. Das war eigentlich meine Hobbywoche. Jonathan, kann man bei dir von Hobbywoche sprechen oder spricht man eigentlich von Arbeitswoche? Tatsächlich. Inzwischen leider echt mehr von Arbeitswoche, muss ich zugeben.
Ja, wobei ich schon immer wieder auch so zwischendurch für mich persönlich mache, weil es dann doch ja auch ein bisschen Hobby sein sollte. Also klar, ich meine, Arbeitswoche ist trotzdem auch irgendwie Hobbywoche in dem Fall. Was hast du bemalt? Ich Hast du weiß was nicht, bemalt? Fremdsysteme darf ich die nennen hier überhaupt? Hm? Was willst du nennen? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Jonathan, ich glaube, dein Ton ist gerade Weg. Ich war mir Kardian, jetzt sicher, ob das an mir Andor liegt. und K2SO-Diorama habe ich diese Woche fertig bekommen. Ah. Und ja, also die Figuren hatte ich ja schon, oder was heißt schon länger, aber die letzten Wochen mal. Ja. Irgendwie will der Ton nicht ganz, wie er sollte. Dann würde ich kurz sagen, machen wir kurz Pause, bis der Jonathan sich wieder eingeklinkt hat und der Samuel erzählt uns einfach mal von seiner Hobbywoche, wenn man das Hobby in der Woche nennen kann. Ja, war leider auch in erster Linie Arbeitswoche. Also war relativ viel Drucken und so. Was schön ist, dass ich ein bisschen zum Modellieren kommen bin Anfang Juni. Ja, da war da auch schon alles mit hartem Zeitlimit. Und sonst sind jetzt noch zwei Kundenaufträge offen, wovon einer recht lustig ist. Eigentlich beide recht lustig zum Modellieren. Schade ist halt, dass ich kaum Zeit zum Malen finde. Da habe ich jetzt einmal das Gesicht angemalt von einem von diesen Vampiren von Age of Sigmar, Underworlds. Ist vor kurzem mal von Games Workshop so eine neue Box rausgekommen. Die Crimson Cord. Ganz genau, die halt eben. Und da ist es eine große Junge da mit der Keule dabei, ne? Ja, der ist schön. Der mit den Das. zweihändigen Schreibkolben. Genau. Und ich habe da jetzt so ein bisschen mit heißem Wasser, habe ich da das ein bisschen verformt, beziehungsweise den Streitkolben oben abgeklemmt und da werde ich mir, glaube ich, noch so eine Art Sense oder so designen und dann drucken und da oben raufkleben. Ein bisschen Conversion da halt eben machen. Und sonst ist halt Arbeit, Arbeit, Arbeit. Relativ viel, relativ intensiv. Ich würde sagen, das Thema, was du genau arbeitest, zumindest was mit dem Hobby zu tun hat, würde ich sagen, erklärst du uns nachher gleich nochmal. Ich schaue mal, ob der Jonathan jetzt wieder akustisch für uns da ist und noch mal kurz darauf eingehen kann, was er bemalt hat. Andor, glaube ich, hast du gesagt, oder? Hört ihr mich jetzt wieder? Geht's Ja, wieder, der jetzt bist Ton? du wieder da. Okay. Also das war sehr seltsam. Ja, genau, Cassian Andor, also von Star Wars Legion. Ach so, ich habe gedacht, die Und den Legenden von Droiden und Andor. da. Und Diorama fertiggestellt und bemalt. Die Figuren hatte ich schon vorher fertig und jetzt praktisch Diorama fertiggestellt. Ja, dementsprechend sind so. Ja, private Projekte ziehen sich meistens dann länger als Auftragsarbeiten, weil die natürlich Vorrang haben. Und ja, was ansonsten letzte Woche an Projekten so bei mir auf dem Tisch war, waren vor allem Eisenwerkzeuge, und zwar sehr viele, an die 90 Modelle, mit denen ich jetzt zum Glück fertig geworden bin am Wochenende Für und dich oder jetzt für wen gerade noch anderen? dabei bin, die Bases zu fertigen. Für Bitte? dich oder für wen anderen? Jetzt ist er wieder stumm. Irgendwas ist da spannend. Ja, generell ist es heute Also vom nicht mit letzten. 90 Modellen, aber immerhin spielbar mit 500 Punkten rum. Aber das reicht, glaube ich, auch. Okay, ich weiß nicht genau, was los ist. Wir werden es im Laufe des Podcasts hoffentlich herausfinden. Ja, wir müssen jetzt einfach mal schauen. Das Problem ist tatsächlich, dass generell die Internetqualität schwierig ist, auch was der Ton jetzt nicht nur beim Jonathan, sondern generell auch mal teilweise was ankommt. Also diese Verzögerung und so weiter, teilweise jetzt auch von dir, Michi, was bei mir ankommt. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Ton auch manchmal bei dir verzögert ist. Also, weißt du, Ab und zu, ja. ja, genau, und das verstehe ich halt nicht, woher das kommt, weil das ist erst seit drei, vier Podcast-Folgen, dass wir diese Internetprobleme haben. Müssen wir halt einfach mal schauen. Also, weil das geht mir gerade, muss ich sagen, echt ziemlich auf den Wecker. Wir könnten es ja Denkfehler. vielleicht probieren ohne die Bildschirmübertragung und rein auf Ton setzen, oder? Das wäre, glaube ich, ein bisschen schonender. Ja, wir gucken mal, ob das dann tatsächlich was Machen wir bringt. das mal aus. Machen wir mal das Bild aus.
Schauen wir einfach mal, ob das hilft. Und wenn nicht, Michi, kannst du ja noch mal ein bisschen was rauskürzen, dann müssen wir einfach mal gucken. Aber mit den ganzen Artefakten da Ja. halt beim Ton, das ist halt echt, das ist halt nichts, muss man sagen. Also dann, ja. Ja, wenn es so hängt und ruckelt, das macht ja keinen Ja, Sinn, genau. das nervt mich halt unfassbar, muss ich sagen. Also ich habe momentan einfach so ein bisschen die Bestrebung, mal die Qualität, Tonqualität vom Podcast zumindest auf ein gewisses Mindestmaß einpendeln zu lassen. Verständlich, ja. Weil ich finde es halt immer schade, ne? Man hat schöne Gespräche und so weiter und so fort. Und dann wird es halt durch so kleinere Dinge, wie halt eben Tonqualität, so ein bisschen, ja, madig, ne? Und das ist halt, Ja. find ich halt schade. Und Abgeschmälert. ja, das ist halt doof, ne? Und wenn man Völlig verständlich. muss, dann denke ich mir so gut. Aber es hat einen großen Vorteil, dass wir jetzt die Kameras ausgemacht haben. Ja. Man kann die Hose wieder ausziehen. Ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt wieder in Unterhose ausziehen. Ich Ja. hoffe, es ist jedem klar, dass es nur einen Spaß macht. Ja, klar. Vielleicht einfach nochmal jetzt ganz klar von meiner Frage aus, was macht ihr beide? Also ich weiß jetzt beim Jonathan, du machst vor allem Bemalservice, ne? Genau, in erster Linie, ja, richtig. Erzähl mal, Macht ihr was, wie das lange, wo? hauptberuflich oder genau? Nee, also wie gesagt, also das hat man vorhin jetzt wahrscheinlich leider nicht gehört, aber ich sage es gerne nochmal. Oder wir hatten es auch im Vorgespräch kurz davon, dass ich es eigentlich noch nicht hauptberuflich mache, also noch als im Kleingewerbe sozusagen. Aber es inzwischen halt echt, ja, Ausmaße annimmt, wo ich sage, ich muss mir jetzt überlegen, ob ich es jetzt Fulltime oder was heißt jetzt, aber in Zukunft Fulltime machen werde und tendiere da eigentlich aktuell auch stark dazu, weil es doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich einfach die Kundenanfragen nicht mehr so bedienen kann, wie ich es gerne möchte und halt einfach Kunden dann auch nicht ewig warten lassen möchte oder ja, Neukunden, sage ich mal, nicht ewig auf einer Warteliste haben möchte. Wobei ich da ja auch mit vielen anderen Studios und so ein bisschen Kontakt habe, auch über Instagram und Kollegen, die da auch malen. Und scheinbar ist die Auftragslage gerade bei allen richtig krass. Und auch die größeren Studios sind ja Fulltime oder relativ lange, auf lange Zeit ausgebucht. Also die Auftragslage ist da recht krass bei allen aktuell. Und für mich ist es halt gerade aktuell dann halt echt der Punkt zu sagen, ja, ich muss jetzt schauen, wie ich das in Zukunft handle, weil neben Job dann nochmal unter der Woche abends ewig malen und so, das ist halt, geht irgendwann auch auf die Konsistenz, auch wenn es Spaß macht. Aber ja, deswegen werde ich da in Zukunft schon noch ein bisschen mehr einsteigen und mehr machen können, hoffentlich. Was würdest du sagen, ist so der Grund, dass diese Auftragslage gerade so nach oben schießt? Ja, es ist also irgendwie schwierig zu sagen. Also ich habe das so mitbekommen oder weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Gerade die Brettspielbranche hat ja extreme Umsatzsteigerungen jetzt gerade auch durch die Corona-Zeit verbuchen können, eben einfach weil ja die Leute halt wenig machen konnten, viel zu Hause sein mussten sozusagen und dann halt irgendwie wieder Brettspiele mehr für sich entdeckt haben. Bei uns ist es ja im Tabletop-Bereich eigentlich könnte man meinen, eher entgegengesetzt, weil man ja dann doch irgendwie seine Spieleclubs, seine ja, Freunde irgendwie hat, die man dann irgendwie doch treffen muss oder ja, die Gleichgesinnten zu sehen und die hat man meistens nicht irgendwie im selben Haushalt oder nicht immer. Und dementsprechend ist da echt ein bisschen schwer zu sagen, aber ich glaube trotzdem, dass auch da eben gerade, weil das Hobby ja so vielseitig ist und nicht nur aus Spielen besteht, sondern eben auch aus Malen, Basteln etc. Ja, und vielleicht die Leute halt auch ihr Geld trotzdem dann mehr für Tabletop und fürs Hobby ausgeben konnten oder für Miniaturen als vorher, wo sie dann halt irgendwie noch einen Urlaub gebucht hatten oder so. Und dementsprechend ist jetzt meine Vermutung, dass es damit einfach zusammenhängt, dass die Leute vielleicht doch mehr, ja, konsumiert haben in dem Sinn. Einfach, ja. Ja, es kann schon sein. Also vor allem muss man halt sagen, wenn das Geld vom Urlaub weg ist, bleibt vielleicht Geld für den ein oder anderen, die ein oder andere bemalte Armee. Also ich meine, ich muss ja auch so ein bisschen, tatsächlich sehe ich das auch bei mir. Ich habe jetzt, vielleicht, Michi, erinnerst du dich noch vor, boah, weiß nicht, was waren das, Podcast Nummer 5, 6 oder so? Da ging es auch um hier Gelände, ne?
wo ich auch gemeint habe, wenn ich mir mal Gelände hole, dann soll es richtig krasses Gelände sein. Und tatsächlich habe ich jetzt mal unsere beiden Lieblings-Geländebauer, die hier, Das weiß ich sogar. die beiden zwei Türme-Ems da, die habe ich mal beauftragt, mir ein Gelände zu bauen. Weißt du, hast du schon mitbekommen, was wird? Ja, ich erfahre alles. Ach, scheiße, ich wollte es überraschen. Gut, wir überraschen mal die Zuschauer, ja? Also, oder Zuhörer in dem Moment. Und da bin ich nämlich auch mal gespannt. Da habe ich echt Bock drauf. Das hatte ich nämlich jetzt auch schon mit der Planung und so weiter, weil das war auch einfach, was ich mir gedacht habe. Gut, das könnte ich mir einfach mal leisten dieses Jahr. Okay, aber das heißt, du baust in dem Fall sonst in der Regel schon auch selber so deine Sachen und... Ja, also die Sache ist, ich habe effektiv zwei Platten, also zwei Matten letztendlich zur Verfügung. Und diese Matten, das ist einmal was, wo ich so zwei, drei Bauerngebäude habe und so weiter, so einen kleinen Bauernhof, eine Platte und dann einmal halt normales Ausgilliard-Gelände, wo ich auch selbst gebaut habe. Das sind aber alles Sachen, die teilweise sehr unterschiedliche Bauqualitäten haben, weil ich sie entweder schon als Kind gebaut hatte, was weiß ich, so mit 10, 11 Jahren oder so. Und dann halt mit der Zeit immer wieder so ein bisschen abgegradet habe. Das hat mir aber bisher tatsächlich immer gereicht. Und so, dass ich jetzt mal praktisch so richtig so High-Quality-Gelände baue, habe ich einfach, weil zeitlich, muss ich sagen, hat sich das jetzt für mich nie so richtig ergeben. Da habe ich mich lieber aufs Miniaturenmalen konzentriert. Und auch einfach, was die Materialien angeht, was die Werkzeuge angeht, das frisst halt erstens nochmal Geld, zweitens Aufwand, sich das Ganze dann nochmal an Techniken anzuarbeiten und drittens brauchst halt einfach Platz. Und da hatte ich nie Lust drauf gehabt und dann dachte ich mir jetzt so, okay, wisst ihr was, ihr baut mir den Kram und ich bemalen für mich selbst, weil ich muss sagen, so bei Gelände habe ich kein Problem damit, wenn ich mir das so ein bisschen zusammenkaufe und dann halt eben anmale, wobei ich es ja dann immer noch ein bisschen upgraden kann. Ich kann ja immer noch das dann erweitern. Aber zum Beispiel so Miniaturen, da habe ich tatsächlich für mich den Anspruch, dann zu sagen, gut, ich bemale das halt eben für mich dann selbst in dem Fall oder ich baue es auch für mich selbst um. Aber da habe ich bei Gelände war mir das ein bisschen weniger wichtig. Aber da wollte ich mal so eine Platte haben, die so eine gewisse High Quality hat. High-End. Ja, genau. Ja, Wird auch ein cool. bisschen spannender Aber Thema. du wirst es nicht glauben, ich kriege auch was vom Lukas. Ja? Ja? Willst du schon verraten oder? Ich werte eine meiner bestehenden Platten auf. Ah, okay. Aber für euch zum Tipp, es ist nicht für die Themenwoche. Ah, okay. Ja, nee, also ich hatte tatsächlich jetzt ein Thema. Ich wollte erst Bree nehmen. Also praktisch diese Bree-Häuser und so weiter. Und dann habe ich mich aber dagegen entschieden, weil mir ist eine andere Idee gekommen von der Platte, die mir schon die ganze Zeit eigentlich im Kopf rumschwirrt. Und die es auch so, finde ich, von der Szenerie, glaube ich, noch nicht gab. Und die wird einen richtig geilen Mittelpunkt haben von der Platte. Das wird cool. Da habe ich Bock drauf tatsächlich. Aber Das hat mich aber heiß gemacht. ja, es wird cool. Also am Mittelpunkt ist der Lukas schon an der Mache. Und je nachdem, da bin ich wirklich gespannt. Also mein Ziel wäre natürlich, dass sie bis zur Hessen-Nassauischen Meisterschaft im Oktober, dass die da fertig und bespielbar ist. Da müssen wir einfach mal schauen. Aber da habe ich dann tatsächlich auch schon mal dann gesagt, gut, dann investiere ich mal einen größeren Betrag, weil ich meine, Miniaturen ist so, ja, so viel hole ich mir momentan halt tatsächlich nicht, weil das, was ich habe, habe ich halt. Weisheit des Tages übrigens. Ja, aber das ist echt interessant, dass du das so sagst, gerade jetzt auch mit den Platten und so. Und da sagst du, okay, du möchtest da so eine High-End-Platte einfach mal und dann ist dir das auch wert oder du hast auch Bock, das dann jemand machen zu lassen. Aber dasselbe ist echt tatsächlich auch, klar, ich meine, also viele Leute sagen natürlich auch, was ich völlig nachvollziehen kann, weil es mir ja selber mega Spaß macht, aber sagen tatsächlich, ja, ich würde jetzt nie Figuren irgendwie von jemandem anderen bemalen lassen, weil das macht mir so Spaß und ich mache das lieber selber. Völlig nachvollziehbar für mich auf jeden Fall. Aber tatsächlich ist doch dann auch so, dass dann doch manche Leute ja tatsächlich sagen, ja, aber dieses eine Modell, das hätte ich doch ganz gern irgendwie so richtig geil bemalt oder in dem Stil oder bla bla bla, oder ich komme zu irgendwas nicht dazu, so wie du jetzt vielleicht bei der Platte. Und ja, das ist so ein bisschen das Interessante, dass sich das irgendwie nie ausschließt. Und ich glaube, das hängt schon auch da damit zusammen, dass die Auftragslage trotzdem da ist. Also ich meine, die Leute, die jetzt Figuren bemalen, die bemalen ja, bemalen lassen, bemalen ja trotzdem selber auch. Also es ist ja nicht so, oder ich denke mal in den seltensten Fällen, dass die wirklich selber gar nicht malen, sondern einfach, um halt entweder ein bisschen was abzugeben oder halt was extrem Spezielles.
möchten, ja. Sowas wie, ich glaube, viele Leute, die gerne malen, würden einen Smog zum Beispiel trotzdem abgeben. Ja, aber ich weiß wenn nicht. Sie die Möglichkeit dafür haben. Ja, so ein Smog ist halt einfach das Problem. Den kannst du, glaube ich, nicht mit Pinsel einfach so bemalen, beziehungsweise es ist eine Qual ohne Ende. Da musst du ja, wirklich definitiv. Mit Airbrush ran. Und das wäre zum Beispiel so ein Modell, okay, ich habe halt keine Airbrush, aber ich weiß nicht, Smaug ist halt so, ja, das ist halt dann wirklich so ein hartes, also ich weiß nicht, was kommt wirklich... Fast schon ein Geländestück. Ja, schon, und den Sitz setzt du ja, ich meine, den stellst du dir halt hin zu Hause in die Vitrine, ja. Und dann ist das effektiv so, als wenn du jetzt, sagen wir mal, so irgendwie ein Kunststück oder ein Kunstwerk oder irgendwas kaufst und hinstellst. Ja. Und ich weiß, ich meine, das Ding kostet ja so schon relativ viel, plus dann die Bemalung. Aber ja, aber was du jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, bei mir ist tatsächlich das Entscheidende, dass ein Modell, also sagen wir es mal so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel von dir ein Modell bemalen lasse und der Jonathan ist meines Erachtens einer der besten Bemaler, die wir in Deutschland haben bei Herr der Ringe. Jetzt übertreibe ich aber nicht. Ich mag dein, also das ist aber eine persönliche Ansicht, ich mag dein Stil okay. Tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne. Und vielen Dank. Das wäre dann so eine sowas, wo ich sagen würde, okay, von dir würde ich mir mal eine Miniatur bemalen lassen. Die Sache ist, die wird aber nicht zum Rest meiner Armee passen. Von, so von dem Bemalstandard, beziehungsweise vielleicht auch vom Bemalstil her. Und das ist das, was mich dann immer so ein bisschen auch so abgeschreckt hat, in dem Fall, dass ich dann sage, okay, eine Armee muss eigentlich so dann so vom Bemalstil so 1:1 eigentlich sein. Ja, verstehe ich. Also das sind ja ganz persönliche Sachen halt. Ja, aber macht auf jeden Fall Sinn. Also habe ich jetzt so noch nie drüber nachgedacht, aber kann ich völlig nachvollziehen. Klar, wenn man dann so eine Armee auf dem Tisch hat, dann sollte das schon auch stimmig sein. Also da bin ich schon auch, gerade aus künstlerischer Sicht, kann ich das vollkommen nachvollziehen, auf jeden Fall. Fabian, ich finde, du hast ja einen ganz eigenen Stil auch beim Bemalen zum Beispiel. So da was Mixendes dazu zu finden, wird doch eher ein bisschen schwierig, oder? Ja, genau, deswegen. Also, und ich muss sagen, im Endeffekt bin ich ja eigentlich ganz froh, so wie es, also momentan ist es tatsächlich dieses, dass es die ganzen Turniere momentan nicht gibt, führt einfach dazu, dass ich so ganz entspannt dabei bin. Ich sagen kann, ach komm, jetzt mache ich mal das und hier. wobei, das kommt noch. Also ich hatte ja jetzt vorgehabt, auch auf die Adacon zu fahren und da habe ich jetzt mal geguckt, okay, ich brauche noch muss noch einen Hexenkönig zu Pferd bemalen. Ich muss noch irgendwie einen Haufen Orks bemalen. Dann muss ich mir noch ein paar schwarze Numenorer schnorren. Das wird lustig noch. Nein. Voller die Waldfee. Ja, aber gut, ey. So. Okay, das heißt... Wie bitte? Bald Sommerferien, also da habe ich 1-2 Wochen. Ja, stimmt, stimmt. Du hast dir Zeit. Sommerferien, ach, das hört sich schön an, aber so weit entfernt. Jetzt wissen wir mal, was der Jonathan macht. Jetzt soll er mal das Samuel raushauen. Was ich beruflich so mache? Was du mit dem Hobby sozusagen, was dein Beruf mit dem Hobby zu tun hat. Was mein Beruf mit dem Hobby zu tun hat? Ja, eigentlich war ich ja früher auch eher sehr ambitioniert beim Malen und so. Und ja, so ein bisschen ähnlich wie beim Jonathan. Also war bei mir irgendwann auch so ein bisschen der Gedanke, da Hobby zu Beruf irgendwie ein bisschen zu machen. Meine persönlichen Erfahrungen waren dann aber so, dass es einfach die Zeit, die ich beim Bemalen von Figuren und so gebraucht habe, auch dass es mir Spaß gemacht hat und ich zufrieden war, quasi nicht mit wirtschaftlichem Malen vereinbar war, sage ich mal. Ne? Und ich hätte sonst irgendwie malen müssen, dass es mir vielleicht keinen Spaß mehr gemacht hat. Und irgendwo bin ich dann so im Zuge mal so zufällig über 3D-Druck so gestoßen und damals auf die Resin-Printer, die halt immer besser geworden sind und so. Und habe dann einfach angefangen, mir selber quasi 3D-Modeling und so beizubringen. Und ja, irgendwann ist dann halt eben die Idee entstanden, eigene Figuren, eigene Kleinteile und so zu entwerfen. Und irgendwie ist es über diesen Weg halt eben das Hobby dann zu Beruf geworden, mit eigenen kleinen Online-Shop halt eben, wo ich meine Figuren und auch die von anderen Herstellern anbiete und halt eben viele kleinere Bits und so. Und ja, es ist noch immer eine Reise, so ganz angekommen bin ich noch immer nicht, was ich genau machen will, aber läuft jetzt gut bei mir und da bin ich sehr zufrieden eigentlich.
Einige der wunderschönen wir verlinken das auch auf jeden Fall, ne? Ja, und einige der wunderschönen Modelle, die der Samuel zum Beispiel anbietet und selbst designt hat, wurden auch schon auf unserem Kanal vorgestellt. Zum Beispiel waren da die Krieger des Sonnenordens, haben wir gehabt, die Diener der, wie hat die geheißen, Goldene Königin? Heißt die Goldene Königin bei dir? Genau, ja. Die haben wir und die wilden Huskale hatte ich bis jetzt von dir da und die sind alle fantastisch. Ja, die wilden Huskale war mein Lieblingsprojekt, ja, sehr vom Modeling und so. Also das mit Schuppenpanzern, so, das war eine eigene Herausforderung. Und quasi, wenn man dann vielleicht was hat und so, wo man ein bisschen Angst davor hat und nicht weiß, wie man es genau umsetzen kann, wenn es dann mit der Umsetzung doch gut klappt, ist das ein gutes Gefühl, sage ich mal, ne? Mal, wobei ich sagen muss, ja. Okay, mach du erstmal, weil dann würde ich noch eine Frage machen. Ja, genau. Ich erzähle noch was und dann hau du deine Frage raus. Und zwar, ich finde, das Wichtigste, was der Samuel macht, ist ja gar nicht, oder was in Bezug auf das heutige Thema macht. Also, alles ist wichtig, aber mit dem heutigen Thema, vor allem in Kombination. Und zwar sind die customized, mir fällt das deutsche Wort gerade dafür nicht ein. Genau. Ja, Auftragsmodellierung von Bits und Kleinteilen, wie zum Beispiel, ich habe es ja schon mal im letzten Podcast, glaube ich, erwähnt, mit die Standarten, zum Beispiel mit unserem Würfelorden-Logo drauf und solche Sachen. Also, oder du brauchst, oder zum Beispiel der Tobias Göllner, den kennen Sie eh alle, liebe Grüße raus, der hat sich zum Beispiel wahnsinnig tolle Sachen für seine Ostlinge machen lassen. Und so weiter. Also man hat einfach eine wahnsinnige Möglichkeit, wenn es Bits nicht gibt, die man braucht, dass man die dann doch noch bekommt. Und zwar über den Samuel. Ja, dann würde ich nämlich direkt mal hier live, fast live, on stage, den Samuel mal fragen, wäre es für dich möglich, Vögel zu machen? Was zu machen? Vögel. Vögel, ja, sicherlich, kein Problem. Weil ich muss sagen, das ist halt tatsächlich was ich jetzt ein paar Mal so fliegende Vögel oder so weiter, um so ein bisschen Dynamik in eine Base oder auch Farben reinzubringen. Und was ich so bisher gesehen, es gibt zwar Vögel, aber das ist meistens halt irgendwie super teuer oder dann irgendwie komisch gemixt von den Posen und so weiter. Und als wir es nämlich schon beim letzten Podcast, ging es auch, wie gesagt, dann auch schon mal um deinen Shop. Ich glaube, da können wir uns einfach nochmal unterhalten, weil dann würde ich mir nämlich Vögel bestellen. Da hätte ich auch mal einen Vogel. Können wir gerne machen, ja. Also, ich muss sagen, bei mir ist so, am häufigsten sind, glaube ich, tatsächlich eigentlich Auftragsarbeiten für mehr oder weniger Ersatzteile oder alternative Ersatzteile und dann kommen die Customisierungen und dass da jemand so wie du jetzt sagst, dass er Vögel will oder so, ist dann tatsächlich relativ selten, würde ich sagen und so. Also bei mir ist Auftragslage auch sehr gut zurzeit mit den Projekten, die ich daneben für mich selber auch noch mache und so. Ja. Halt, was du zum Beispiel, glaube ich, sehr stark hast, ist so zum Beispiel so Sachen Schilder für Fraktionen, wo es zu wenig Schilder gibt oder Armbrüste für Fraktionen, wo es zu wenig Armbrüste gibt. Genau, ja. Die Armbrüste gehen auch sehr gut. Ich muss mich übrigens bei dir, wegen Armbrüste müssen wir noch reden. Ja? Ja, können wir ja gerne machen. Ich habe nämlich jetzt auch dann ein Spaßarmee-Projekt, nachdem ich die Themenwoche und die Blauen Berge abgeschlossen habe. Und dann müssen wir Ostlinge? Quatschen. Ich habe Ostlinge. Ach, ich dachte schon, weil du gesagt hast. Ich habe eine riesige Ostlingarmee. Naja. Ja, aber ich wüsste nicht, wie ich Armbrüste bei den Ostlingen spielen soll. Ich wüsste nicht, wie man Ostlinge generell. Naja, okay, lassen wir das mal. Bin ich bei dir, Björn, da fühle ich dich ein wenig, ja. Ich würde mal sagen, ihr hattet, oder Michi, das war ja vor allem ein Herzensthema von deiner Seite aus. Wollen wir da einfach direkt einsteigen, ohne jetzt noch groß drumherum zu reden? Ja, wir haben jetzt eh schon über eine halbe Stunde gequatscht. Ich glaube, jetzt können wir mit dem Thema anfangen, das mir eben wichtig war. Und zwar geht es mir heute, exklusiv heute, um das Thema Wertschätzung.
Björn König. Nein. Sorry. Wertschätzung im Hobby. Und zwar habe ich das in so ein paar verschiedene Richtungen gemeint. Und zwar geht es mir um eigentlich drei Aspekte, die ich gerne mit euch besprechen würde. Das eine ist einmal Umgang miteinander. Das nächste ist Arbeit für die Community. Und das letzte eigentlich, was ist Arbeit im Hobby wert? Und ich finde, das sind drei wichtige Sachen, die einfach mal angesprochen gehören, die gar nicht so leicht sind und die teilweise eine Attitüde herausfordern, hervorrufen, die ich nicht mag. Beziehungsweise wo ich der Meinung bin, dass es nicht notwendig ist in einem Hobby, sagen wir es so. Ich möchte einfach mit einem Thema mal anfangen und würde einfach dann euch bitten, dass ihr da vielleicht ein bisschen einsteigt. Und zwar ist mir das jetzt schon öfters aufgefallen, ein totaler Anfänger hat vorher noch nichts gemalt, hat noch nichts gemacht, steigt ins Hobby ein, kommt in die Facebook-Community, nehmen wir jetzt Facebook, es kann natürlich auch Discord und alles andere sein, stellt sein erstes Bild drauf und die erste Antwort, die kommt, naja, gefällt mir nicht oder ist jetzt eigentlich scheiße worden. Gibt's, kommt also. Oder, naja, finde ich jetzt nicht toll. Oder was, du hast nur diese eine Miniatur, ich habe schon 6000. Ich weiß, wen du meinst. Und solche Sachen, das finde ich nicht notwendig, weil was wird sich dieser Anfänger jetzt am Anfang denken? Was wird der für eine Meinung von uns haben und wie lange wird der im Hobby bleiben? Weil der Unterschied ist, ich kann Ihnen schon sagen, dass die Miniatur vielleicht einen Verbesserungsvorschlag hat. Positive Kritik ist alles. Aber es gibt eine Aussage aus einem Disney-Film. Ich weiß nicht, wer Ala Bambi gesehen hat, aber da sagt der liebe Klopfer, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man lieber gar nichts sagen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man einfach so ein bisschen auch in die Richtung geht. Es kostet niemanden was zu sagen, hey cool, schön, was du gearbeitet hast. Da schau, wenn es das machst, geht es in eine gute Richtung. Und das Ganze, und der ist dann deutlich motivierter. Und beim nächsten Posting kann ich ihm ja wieder einen kleinen Kritikpunkt geben. Aber ich muss nicht auf das erste Posting, was jemand macht, gleich einmal eine Demotivationsbombe werfen. Ja, Michael, gebe ich dir völlig recht. Also, aber generell, also ich weiß nicht, mir, also ich fange jetzt einfach mal an, wenn es okay ist. Also generell so, was ich so in der Community erlebe, ich muss ja zugeben, ich bin jetzt so rein, was es Zocken, Spielen angeht, eigentlich nicht mehr so drin und war auch wahrscheinlich noch nie nicht so tief drin wie ja, ihr zwei oder ihr drei jetzt. Weil ich einfach immer den Fokus hauptsächlich auf dem Malen hatte. Aber generell so, weil du jetzt das mit der Community generell angesprochen hast, so wie da so die Stimmung ist und wie die Leute sind, muss ich sagen, generell habe ich eigentlich schon das Gefühl, dass ja, man da eigentlich recht offen empfangen wird und die Leute da auch eigentlich offen für ja, verschiedene Meinungen sind und das Ganze eigentlich recht kollegial so abgeht. Also da, ich finde, das erlebt man in anderen gesellschaftlichen Bereichen definitiv anders und das finde ich auch das Coole dran und dass einfach die Absolut. Leute so verschieden auch sind. Und jetzt, klar, ich meine, jemand, der von außen kommt, der betrachtet es halt, der zieht, steckt es halt in eine Schublade und sagt, ja, Nerds und so, aber wir untereinander wissen ja, klar, irgendwie hat jeder so seinen nerdigen Anteil, aber wir sind nicht nur Nerds, so jeder ist ja trotzdem irgendwie ja, individuell und ja, hat so trotzdem seine eigenen Vorlieben, auch was das Hobby selber betrifft, was das Ganze auch interessant macht. Aber generell, also was du jetzt da gesagt hast mit dem, ja, neue Leute, die ins Hobby reinkommen, gleich fertig machen und das ist ja eigentlich fast schon Mobbing, muss man einfach sagen, auf gewisse Art. Ja, geht einfach gar nicht. Also ich habe selber jetzt das noch nie so wirklich effektiv, glaube ich, gesehen oder verfolgt, aber vielleicht ist es mir auch nicht bewusst, ich weiß es nicht. Aber ich gebe dir da völlig recht, dass es das eigentlich, ja, braucht man eigentlich nicht drüber streiten, dass sowas nicht geht und auch eigentlich fürs Hobby an sich und für die Community,
überhaupt nicht sinnvoll ist und daher eigentlich auch ja völlig blödsinnig. Und ich glaube auch, dass es bei so Leuten, die sowas machen, nicht mal darum geht zu sagen, ja, das gefällt mir nicht so, oder wie du sagst, dann kann man ja auch konstruktive Kritik äußern, was dann das Einzige ist, was Sinn macht. Oder ich behalte es halt für mich, dann ist auch okay. Aber ich meine, das ist so wie generell in den Social Media Netzwerken, das kennt man ja, da geht es einfach nur um sich selber halt vielleicht, also ist jetzt meine Anmaßung oder Vermutung, um sich selber halt irgendwie ein bisschen zu pushen oder irgendwie zu zeigen, dass man irgendwie was Besseres ist oder ja, den anderen nicht wertschätzt oder keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass da, also die Leute haben ja eigentlich letztendlich selber ein Problem, wenn sie sowas machen, also ein Problem mit sich selber, wenn sie sowas machen, so, das ist so ein bisschen meine Meinung. Ich muss auch dazu sagen, Entschuldigung, im Großen und Ganzen, finde ich, haben wir die wohl geilste Community überhaupt. Das muss ich, muss ich nochmal ganz stark betonen. Ich liebe euch alle da draußen und ich finde es einfach wahnsinnig gut. Es sind nur ein paar schwarze Schafe, die es da gibt und ich glaube auch nicht, dass die es absichtlich machen. Ich glaube einfach, die denken nicht drüber nach, was das macht, aber mir geht es darum, mit diesem Thema vielleicht einmal darauf aufmerksam und einmal drüber nachdenken, bevor ich sowas schreibe, was das vielleicht für eine Wirkung auf den anderen haben könnte. So, jetzt dürft ihr wieder. Ja, also ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde es gut, wenn das so gut... Nein, Spaß. Also, prinzipiell sehe ich sowas, finde ich, sehr selten. Ja, und zwar so selten, dass ich es jetzt nicht wirklich direkt als ein Problem in dem Moment ausmachen würde. Also normalerweise ist es halt auch so, wenn jemand Anfänger ist und was postet, dann merkt man das ja meistens relativ schnell und normalerweise hält man sich, finde ich, da auch bis zu einem gewissen Grad zurück. Wobei konstruktive Kritik da eigentlich auch immer ganz gut ist, beziehungsweise auch rübergebracht wird. Dass da jetzt jemand so richtig, irgendwie, dass da jetzt irgendwie eine Miniatur so richtig schlecht gemacht wird, selten. Bei einem Anfänger noch seltener, aber auch insgesamt finde ich sehr, sehr selten. Und auch vor allem, was zum Beispiel jetzt was spielerische Aspekte angeht, so auf einem Turnier oder so, habe ich unsere Community bisher sehr, sehr offen erlebt, muss ich sagen. Auch was so das Einführen angeht und mit Tipps und so weiter und so fort. Und natürlich ist es nicht zielführend. Und ich finde es auch generell schwierig, wenn man dann sagt, okay, diese Miniatur oder das gefällt mir jetzt nicht. Ich finde es okay, wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Stil aus dem und dem Grund. Ja, also solange es immer bis zu gewissen Grad begründet wird, finde ich das in Ordnung. Oder wenn man dann sagt, okay, hier hast du vielleicht ein bisschen zu wenig die Farbe verdünnt oder so weiter. Und da sieht man, dass es jetzt zu dick ist. So Sachen finde ich... Aber das ist ja ein Tipp dann eigentlich schon wieder. Das ist ja schon wieder... Konstruktive Kritik. Ja. Ne? Genau. Das finde ich aber auch immer wichtig. Ne? Und normalerweise halte ich mich eigentlich immer sehr zurück, wenn es darum geht, dass die Bemalung von anderen Leuten... in irgendeiner Art und Weise negativ zu kommentieren in dem Fall, weil ich finde, das ist insoweit jeder bemalt eine Figur so sehr, wie er sie, also erstens, wie er es kann oder wie er es mag oder sie mag in dem Moment. Aber ich werde natürlich manchmal auch einfach direkt gefragt, ne, von dem, was hältst du davon und so weiter. Dann kann man natürlich seine Meinung direkt auch sagen und vielleicht mal so ein paar Tipps geben. Aber grundsätzlich finde ich das immer sehr schwierig, deswegen bin ich auch mittlerweile immer kritischer gegenüber so Sachen wie Best Painted Preise und so weiter, weil das immer super schwierig zu bewerten ist und ganz oft nicht unbedingt die Bemalqualität bei der Best Painted mit reinzählt, sondern teilweise dann auch noch ganz viele andere Faktoren, deswegen das... Seltene Armee zum Beispiel. Also zu eine Mahut-Armee zum Beispiel hat eher Chancen als eine Gondor-Armee, weil man es einfach seltener sieht und die Leute mal geflasht sind von einer Mahut-Armee. Genau, und das ist halt dann die Sache, was dann das Best Painted dann sozusagen so ein bisschen ad absurdum führt. Na? Dementsprechend ist das etwas, wo ich mich immer mehr mittlerweile auch bei so Turnieren und so weiter raushalte, aber auch noch aus verschiedenen anderen Gründen in dem Fall. Ich finde es aber grundsätzlich schwierig, Bemalungen, wie groß jetzt, ja, die Bewertung finde ich da immer sehr schwierig. Ich kann aber verstehen, wenn du meinst, ja, bei einem Anfänger, ich finde, es ist allein auch schon mal was Mutiges, was überhaupt was zu posten. Ne? Weil das ist ja auch... Ja, vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt bei euch, aber vielleicht ist das bei den Zuschauern jetzt auch falsch rüberkommen. Das Thema habe ich eigentlich nachträglich noch so ein bisschen eingestreut, weil ich mir dachte, das kann man gerade beim Thema Wertschätzung noch ganz gut damit reinnehmen, dass man einfach auch sagt, Umgang.
Aber wie ihr schon gesagt habt, das kommt sehr selten vor, dass da wirklich wer ist. Aber ich muss sagen, ich habe es im letzten Jahr schon ein, zweimal gesehen, wo ich mir echt gedacht habe, war das jetzt notwendig. Wo es mir auch so aufgeschlossen hat. In der Mittelerde kommen wir. In der Mittelerde. Ja, genau. Auf der anderen Seite muss man aber halt eben auch sagen, wenn es konstruktive Kritik ist, dann muss man damit eben klarkommen. Ja, weil wenn ich was poste auf Facebook, dann muss ich auch erwarten, dass jemand da ist und der sagt, okay, es ist jetzt vielleicht nicht so mein Stil, weil ich finde, was weiß ich, Gelb bei einem Waldelb jetzt nicht passend als Farbe oder so weiter für den Mantel oder sonst irgendwas. Das muss man dann halt eben aber auch dann akzeptieren in dem Moment, finde ich. Ja, wenn ich da was bringe, dann erwarte ich das ja letztendlich auch, dass ich Reaktionen drauf bekomme, sonst poste ich ja nichts auf Social Media, also Mehr sollte man meinen, ja. Ich kann dir sogar einen Fall nennen aus einer Warhammer 40k-Gruppe, generelle Miniaturenbemalgruppe, wo konstruktive Kritik zu oft abgefragt worden ist und in negative Kritik umgegangen ist. Das war ein Fall von jemandem, der eine Büste anmalen wollte und der hat auch selber gesagt, er ist quasi ganz neu halt beim Malen und so, ne? Und dann war es quasi so über einen Zeitrahmen von so 7, 8, 9 Tage, dass er täglich 3-4 Updates postet hat, zu denen er Feedback haben wollte. Und er ist halt die ganze Zeit gesprungen bei den Maltechniken und so, ne? Und dann von Acryl zu Ölfarben und eben von Schichten auf Wet Blending, halt eben Blending mit Gases, halt eben dies, jenes halt eben. Und am Ende dann war es halt wirklich so weit, dass ihm die Leute keine konstruktive Kritik mehr geben wollten, sondern halt eben wirklich die Kommentare in die Richtung gegangen sind, dass von wegen sich die Leute halt eben schon auch irgendwie ein bisschen angegangen fühlen, halt eben, weil Figuren malen und das halt eben auch auf ein hohes Level bringen, ist wie vieles halt eben auch, wie soll ich sagen, etwas, was man meistern muss halt eben, ne? Einfach herzugehen und zu meinen, dass man jetzt ohne einen künstlerischen Background Figuren auf sehr hohen Standard bemalen kann, hat dort einfach zu extrem negativen Reaktionen geführt, halt eben von den Leuten mit mehr Erfahrung. Nicht auf Anhieb, am Anfang war es sehr konstruktiv, aber so nach dem 7., 8., 9. Tag ist dann halt eben wirklich umgeschwungen in jetzt mach einfach mal die Basics halt, ne? Und wobei ich dazu auch sagen muss, wenn ich es herausfordert und mein Charakter, dann nehme ich so jemanden noch nicht in Schutz. Also wenn er selber schuld ist, dass er dann nicht mehr rein konstruktive Kritik bekommt, sondern halt auch einen gewissen Gegenschlag oder sonstiges. Ich bin da halt rein, mir ist jetzt wirklich drum gegangen, dass halt der sehr neu in der Community war, das habe ich mitbekommen, was gepostet hat und auf einmal sind halt die Sachen nicht gewesen, nein, das ist nicht meins oder sonst irgendwas, sondern da waren Kommentare dabei wie, das ist scheiße. Ja, aber das habe ich dann halt schon nie eigentlich so gesehen. Das ist halt schon super. War jetzt nicht unbedingt eine Bemalung. Ja, oft sind es einfach Ideen. Also ich habe den Eindruck, dass bei uns vielleicht eher Ideen mehr, wie soll ich sagen, negative Reaktionen abkriegen, jetzt Bemalung, die vielleicht nicht so gut ist. Also einfach vielleicht stößt jemanden die Idee ab. Also wenn du zum Beispiel Figuren aus einem externen System daher nimmst, um sie für Herr der Ringe zu spielen, ne? Da habe ich den Eindruck, da gibt es mehr negative Reaktionen auf sowas. Ja, sowas, genau. Meinst, wenn es praktisch vom Stil dann einfach nicht passt. Aber ich muss sagen, das kann ich auch, also was heißt, ich meine, generell im Kommentar, von wegen, das ist scheiße oder sowas, da müssen wir gar nicht drüber reden, dass sowas halt einfach nicht geht. Aber ich finde es vollkommen legitim, dass wenn jemand, ankommt, ich kann mir zum Beispiel hier, der Amos, der hatte doch mal angefangen, irgendwelche Morgul-Schleicher sich umzubauen mit irgendwelchen Ork-Köpfen oder so von Age of Sigmar, ich glaube mit irgendwelchen Totenköpfen. Das war auch überhaupt fand ich überhaupt nicht passend in dem Moment, aber das, weil ich es einfach nicht passend finde in dem Moment. Aber das muss man halt dann natürlich aushalten. Finde ich aber auch nicht, dann zu sagen, okay, weißt du was, das finde ich jetzt passt nicht so zu Herr der Ringe, aber wenn du spielen willst, go for it. Warum nicht? Solange man es noch, solange man es noch irgendwie erkennen kann, aber das halt eben. Ja. Da bist du genau wieder bei dem. Der Ton macht die Musik. Naja, klar, aber. Da habe ich auch nochmal ein richtig gutes Beispiel. Tatsächlich. Zwar nicht im Herr der Ringe-Bereich, aber eher so in 40k-Richtung, weil wir hier in Ravensburg haben wir ja auch doch einige Tabletopper, die halt aber mehr im 40k-Bereich unterwegs sind und so. Und da ist auch einer, der wohnt sogar bei mir hier in der Gegend.
Der malt seine Space Marines und alles Mögliche, malt er einfach pink an oder rosa. So, ja, wo dann halt die Community auch so ein bisschen sich teilweise vor den Kopf gestoßen fühlt und halt viele so das belächeln und sagen, ja, hey, nein, schon wieder rosa und jetzt wisst, und am Anfang war es so ein bisschen lächerlich und der zieht es halt knallhart durch und malt auch so irgendwie von Bolt Action dann Panzer in pink und so. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen ein Extrembeispiel und halt jetzt nicht auch direkt auf Social Media, sondern in einer internen Gruppe, wo halt so 30, 40 Leute sind. Aber da ist dann auch so, inzwischen ist das halt so witzig und er kommt damit klar, aber halt so gut gemeint witzig. Also der wurde jetzt nie irgendwie deswegen fertig gemacht und jemand hat gesagt, richtig scheiße, wie kannst du sowas machen oder so nach dem Motto, sondern halt so, ja, wirklich, ja, und wieder rosa und inzwischen ist es so sein Markenzeichen. Also ja, so ein ganz witziges Beispiel da dafür, wie man da halt auch damit umgehen kann, ohne jetzt ja, da gleich Hasstiraden zu schwingen, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, und das gleich als Scheiße. Ich meine, Scheiße ist auch, ja, wie du schon gesagt hast vorhin, Scheiße ist auch absolut, ja, nicht tragbar, finde ich, und hat ja auch nichts mehr mit Kritik und überhaupt nicht mit irgendwas nachgedacht, wie du gesagt hast, Michael, zu tun. Deswegen, da brauchen wir nicht drüber reden, dass sowas absolut schwachsinnig ist. Und ich bin der Meinung, dass die Leute, die sowas machen, selber eigentlich ein Problem irgendwie haben, weil sonst bringe ich sowas eigentlich nicht, denke, also ist meine Meinung, ja. Halt, ich muss da auch recht geben, Björn, dass in einem gewissen Bereich muss ich was verkraften und sonst irgendwas. Und ich merke es bei mir selber oft, ich bin deutlich zu harmonieliebend bei solchen Sachen, dass ich auch sehr schnell beschützerisch bei sowas draufkomme. Das Es muss ein weiß ich bei Mittelmaß mir sein, selber auch. weil Ja. es muss Rahmen für Kritik einfach da sein, weil, Genau. also ich muss sagen, das, was dieses Zitat, was du vorhin gebracht hast von Klopfer da, von wegen, wenn man nichts Positives zu sagen, soll man nichts sagen, das sehe ich halt komplett anders, muss ich sagen. Aber vielleicht auch Ja. einfach, weil ich aus dem schulisch-pädagogischen Bereich komme und ich finde jemanden Kritik, also etwas Negatives an seiner, an etwas, also praktisch einen Hinweis, wie man es besser machen kann, das ist eigentlich etwas Positives in dem Moment. Weil wenn ich jemanden die ganze Das Zeit nur sage, wie toll finde ich aber etwas auch. ist, genau, aber weiß ich, aber ich wollte es nur mal da nochmal einhaken. Ich finde, Ja. Kritik ist was sehr, sehr Gutes in dem Moment, weil ansonsten kann man sich ja halt in dem Moment einfach nicht weiterentwickeln. Und ich meine, ich habe ja auch schon mal, falls ihr euch nochmal daran erinnert, ich habe ja mal diesen einen Befleckten bemalt, den hab ich mit einem relativ eigenen Stil in dem Moment versehen, wo ich so dieses Spektral ein bisschen rüberbringen wollte. Da gab es gewisse einzelne Personen, die sich da ordentlich drauf eingeschossen haben, das kann ich aber abhaben, ja? Weil ich muss halt sagen, weil mir die Miniatur so tatsächlich gefallen hat, ich bemale die Miniaturen, dass sie mir in dem Moment gefallen. Und okay, wenn jemand sagt, das ist überhaupt nicht mein Stil oder sonst was, go for it, ist okay. Man muss halt dann natürlich aber auch sagen, ich bin jetzt schon eine Zeit lang in der Community natürlich auch drinne und habe da auch dann schon gewisse Erfahrungen. Das ist bei einem Anfänger, da muss man natürlich immer noch ein bisschen vorsichtiger sein. Deswegen vielleicht, dass wir einfach dieses Thema so abschließen, dass wir sagen, Leute, Ton macht die Musik. Wenn ihr seht, okay, das ist jemand, der seine erste Miniatur postet, da kann man schon, wenn man will, konstruktiv Kritik machen, aber dann auch immer das nochmal mit etwas Positivem verbinden und einfach gucken, dass man die Leute einfach ermutigt, bei der Sache zu bleiben und ja. Ich kann sogar noch ein Beispiel bringen, wo das wirklich übertrieben wurde. Das hast du gesagt, das ist sehr, da ist mir aber ein schönes Beispiel eingefallen. Okay. Und zwar, das war in einer Geländebaugruppe. Und da hat jemand Gelände gebaut. Und das war halt wirklich nicht mal annähernd gut. Das war wirklich, es war halt. Aber das sagst du jetzt wieder. Vielleicht hat er es ja für sich als gut Ja, empfunden. Das muss man auch mal aber dazu sagen. richtig, richtig. Aber ich meine jetzt, ich möchte da was Objektiv dazu sagen. betrachtet. Also objektiv betrachtet, wenn ich so sehe, was der Stand der Dinge ist und was dort Ja. in dieser Gruppe sonst gepostet war, war das ein sehr, ich sage mal, Anfängerniveau. Ja. Also wirklich und Ding. Aber die Person ist sehr, sehr ermutigt worden und ist gesagt, hey, cool, was du da machst, gefällt mir, mach unbedingt weiter so und sonst irgendwas. Und 2 Wochen später wollte er die Sachen verkaufen, weil er der Meinung war, er ist ja der Beste und wollte für Sachen, für einen angemalten Schuhkarton 40 Euro haben. Ja, Also aber deswegen, das ist genau das, wo ich jetzt in Björn recht geben will, dass halt auch sein, dass man halt auch, dass man nicht jemanden nur in den Himmel loben darf, weil er ein Anfänger ist.
Gut, dann wollen wir, du hast gesagt, du hättest irgendwie drei Unterkategorien. Ja, das andere ist eher so eine Kleinigkeit. Ich sage so, ich arbeite ja zum dritten Thema hin, was ja eigentlich für mich das Spannendste ist. Und zwar Thema 2 wäre jetzt Community-Arbeit. Wie ist eure Einschätzung innerhalb der Community? Ich weiß nicht, Jonathan, du sagst, du bist nicht so in der Community drin, aber es würde mich trotzdem auch interessieren, vor allem jetzt mit deinen Sachen so. Wie sehr wird bei uns die Wertschätzung, also wie groß ist die Wertschätzung bei uns zum Thema ehrenamtliche Arbeit sozusagen an der Community? Ob das jetzt ist, ich organisiere ein Turnier, ich mache ein Bemaltutorial, ich mache YouTube-Videos, ich mache einen Podcast und Co. Wie seht ihr das? Ich glaube, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wie man selber halt mit diesen Dingen zu tun hat. Wenn man selber halt in der Materie drinsteckt, weiß man es öfters mehr zu wertschätzen. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass Leute, die an ihre eigene Bemalung jetzt nicht so hohe Standards halt eben stellen, unter Umständen dann denken, dass das jetzt Björn oder ein Jonathan machen, nicht wesentlich mehr Zeit braucht, als die Zeit, die sie in ihre Figuren reinstecken, obwohl genau das aber dahinter ist. Also oft mal kann es achtfache oder zehnfache an Zeit drinsteckt. Ich glaube, das lässt sich auf fast alle Gebiete im Leben übertragen. Wenn man selber nicht viel damit zu tun hat, dann weiß man unter Umständen gar nicht, wie hart die Arbeit ist oder wie anstrengend oder wie viel Zeit die braucht. Ne? Videoschneiden ist ja auch viel Arbeit, die du reinsteckst, zum Beispiel mich. Ne? Das ist ja auch, also das Community Management und so, das ist ja Hobby und Hingabe gleichzeitig, denke ich mir. Ja, dann kann ich auch was dazu sagen. Also tatsächlich habe ich das. Ich kann es ja so ein bisschen mal so teilen. Also zum Beispiel, ich organisiere ja auch Turniere und da muss ich sagen, ist die Wertschätzung meines Erachtens schon da auf jeden Fall. Also die Leute kommen, die Leute freuen sich, die Leute bedanken sich dann auch dafür. Und ich meine, im Endeffekt haben wir ja auch Spaß dran. Ne? Also ich meine, wenn es keinen Spaß machen würde, dann würden wir die Turniere ja auch nicht organisieren. Und ich meine, wir haben ja auch was davon, wir spielen ja auch auf diesen Turnieren. Und da muss ich sagen, das ist vollkommen, also da bin ich vollkommen zufrieden mit, wie das da tatsächlich auch gehandhabt wird. Und ich muss jetzt sagen, auch zum Beispiel das, was wir jetzt, dass der Michi und ich jetzt auch zum Beispiel mit dem Podcast machen, ist auch, also da kriege ich auch, ich habe jetzt auch die Tage jetzt einfach nochmal, wo jemand mir eine Frage gestellt hat, wo er gesagt hat, ob wir die mal im Podcast besprechen können. Da habe ich gemeint, okay, das passt jetzt zum Beispiel heute jetzt nicht so rein in den Podcast vom Thema her. Habe ich gesagt, wir gucke ich einfach mal die nächste Zeit, wann das vielleicht mal reinpasst und dann auch immer hier macht Spaß, euch zuzuhören und macht weiter so und so weiter. Und ich muss sagen, da kommt wirklich sehr viel positive Energie rüber, was so den Podcast angeht. Also da bin ich schon, das find ich schon. Den dritten Aspekt, was weiß ich, wenn man halt zum Beispiel mal so Bilder postet und so weiter von dem, was man bemalt hat. Ist ja auch bis zum gewissen Grad halt eben nochmal Content, ne? Da gehe ich tatsächlich so ein bisschen rein, auch in das, was du gesagt hast, dass es manchmal, glaube ich, auch einfach schwierig ist abzuschätzen, wie viel Arbeit in einer bestimmten Miniatur steckt, was die Bemalung angeht. Beziehungsweise, dass man dass ab einem gewissen Punkt es so ist, dass gewisse Dinge dann für selbstverständlich auch erwartet werden. Und da praktisch die Erwartungshaltung immer größer wird. In gewissen Punkten. Was aber nicht schlecht ist. Ne? Ich meine, find ich ja ganz schön. Und das ist ja auch völlig normal. Dass wenn man auf gewissem Niveau was abgeliefert hat, dass dann halt auch, gesagt wird, okay, oder halt von den Leuten kommt, okay, da wird jetzt, was weiß ich, zum Beispiel so ein Krieger von Minas Tirith vielleicht nicht mehr so hart gefeiert, sondern dann will man halt schon nochmal irgendwie einen krassen Balrog oder so weiter haben. Aber das ist ja okay, muss ich sagen. Also, ja, ich finde, da ist schon Wertschätzung da. Ja, Jonathan, hast du da Ja, auch noch also. was dazu zu sagen? Ja, also gerade was, also wie gesagt, von Turnieren und so, da kann ich halt nur aus, also klar, beim Lukas und so, zum Beispiel, also Lukas ist jetzt für mich das Beispiel, weil ich halt bei ihm schon auf Turnieren war. Da ist die Wertschätzung also von meiner Seite auf jeden Fall da und ich denke auch,
von den anderen Leuten, dass sowas organisiert wird und so. Und auch die Dankbarkeit einfach, dass die Möglichkeit besteht, ist auf jeden Fall, was auch ja, schön ist. Und ich meine, wie ihr sagt, ihr, die Turniere organisiert, klar macht es euch Spaß, aber die Wertschätzung sollte trotzdem da sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das da auf jeden Fall der Fall ist. Wobei, wie gesagt, ich da nicht so hundertprozentig wahrscheinlich so viel sagen kann wie andere. Was es Bemalen antrifft, was ihr jetzt gerade angesprochen habt, eben mit dieser Wertschätzung, das ist schon tatsächlich ein Thema und was auch gerade bei uns Malern oder halt, ich bin halt mehr einfach in dieser Maler-Community mit drin, mit anderen Malern connected auch, ist es doch echt öfters ein Thema, dass halt Leute einfach da, ja, falsche Vorstellungen einfach haben von dem, was gemacht wird und was passiert. Die sehen halt auf Social Media die Fotos, denken sich, ja, sieht geil aus. Und ja, wie ihr es gerade schon eben angesprochen habt, wissen nicht, wie viel Zeit einfach und Arbeit und letztendlich auch Leidenschaft da drin steckt. Und sind dann dementsprechend überrascht, wenn man denen dann entsprechende Preise sagt, wobei die ja dann nur letztendlich irgendwie gewissermaßen die Arbeitsstunden widerspiegeln. Teilweise sogar dann, wenn es so Leute sind wie ich, die es nicht hauptberuflich machen, ja noch günstig, wenn man so will, weil wir ja keine, oder ich jetzt in meinem Fall keine Steuer zahlen muss. Bei anderen ist die Konstellation dann nochmal ganz anders. Und dementsprechend ist es schon manchmal echt hart, dann, wenn manche Leute das nicht, also da merkt man wirklich dann, dass die Wertschätzung halt doch nicht da ist. So, ich will irgendwie was voll Geiles bemalt haben, aber ich bin dann nicht bereit dazu, entsprechend. Darf ich dich da ganz kurz nochmal bremsen? Ja, klar. Das würde ich nämlich, das wäre nämlich mein drittes Thema. Ah, okay. Das ist genau das dritte Thema, nämlich, wo ich dann nämlich drauf eingehen will. Ja, alles gut. Was Samuel zum Beispiel aber auch gesagt hat, ich hatte euch jetzt, je nachdem könnt ihr ja ruhig gucken, wenn ihr Lust habt, ich habe euch auf Facebook im Messenger mal eine ganz liebe Nachricht geschickt, die hatte mir mal eine geschickt gehabt, die eigentlich genauso dieses Gefühl auch rüberbringt, was so die Wertschätzung von der Bemalung sozusagen auch ausdrückt. Es ist aber auch immer ein ganz, ganz schmaler Grat, weil ich muss sagen, ich bin, wenn ich was poste, dann poste ich das einfach, dann freue ich mich, wenn jemand sagt, hier, geile Bemalung oder gefällt mir oder konstruktive Kritik und so weiter kommt. Aber ich fühle mich jetzt nicht in der Position, dass man das dann auch einfordert, dass sowas kommt, weil ich meine, im Endeffekt, es gefällt den Leuten oder es gefällt ihnen nicht und fertig in dem Moment. Ne? Aber ich fand das schon interessant, dass die Erwartungshaltung tatsächlich schon mit der Zeit steigt, immer krassere Dinge abzuliefern. Aber das ist ja auch, man wächst ja an seinen Aufgaben und dann hat man auch so ein bisschen diese, ich meine, dann muss man halt auch manchmal den Dämpfer vertragen, dass wenn man denkt, man hat was Krasses bemalt und dann das Feedback nicht so heftig zurückkommt, wie man es in dem Moment vielleicht erwartet, aber dann manchmal bei anderen Miniaturen, wo man es jetzt nicht erwartet, dann ein viel krasseres Feedback kommt. Das finde ich also sehr Entschuldigung, bitte. Das ist gut. Also da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, bei mir ist tatsächlich so, dass es bei mir selber so ist. Also deswegen, klar, werde ich auch mal kritisiert und nehme das auch gerne auf, aber bei mir ist tatsächlich so, aber das ist irgendwie vielleicht auch dieses künstlerische Ding, dass ich im Nachhinein, also ich bemale eine Figur, bin dann ganz zufrieden, mal weiter, mache das so, dass es für mich passt am Ende und wenn ich mir die Figur dann manchmal schon eine Woche später anschaue, denke ich mir so, könnte schon noch geiler sein, so nach dem Motto. So. Also das ist so, ich habe halt so den persönlichen Anspruch da für mich schon drin, aber ich denke, das macht es vielleicht auch aus einfach, wie ihr vorhin auch schon teilweise gesagt hattet, um einfach voranzukommen, brauchst du ja auch Kritik. Ob du die jetzt selber ausübst oder ob die von außen kommt, ist immer nochmal ist wahrscheinlich beides irgendwie sinnvoll, aber ja klar, ohne Kritik oder wenn ich mich selber nicht kritisieren kann oder andere von anderen mich nicht kritisieren lassen kann, dann komme ich ja irgendwie, also nicht weiter. Also wenn das mein Anspruch ist, mich zu verbessern, dann muss ich das halt irgendwie auch so verarbeiten im Prozess, ja. Darf ich nochmal kurz vielleicht ein wenig abschweifen? Ja. Ich würde es jetzt interessieren, weil ihr ja beide auch malt und so. Also
ich kenne es selber von mir vom Malen und so, na, da steckt man vielleicht wirklich viel Zeit rein und macht auch was sehr gut und so. Beim Foto, ich finde das ja auch nochmal eigenes Thema dann halt eben, na, wo man dann vielleicht auch nochmal herumtut vom Uploaden und so. Und dann punktet das aber überhaupt nicht. Ist euch das dann egal, wenn ihr so sagt, so, okay, gut, das kriegt jetzt quasi keine Likes und was weiß ich, also könntest du es einfach abtun? Oder ist das schon auch so, wo ihr so sagt, irgendwie schade oder so, oder macht das was mit euch oder ist euch das egal? Ich muss sagen, also ganz kalt lassen hat mich das leider nie, so wie ich mir das vielleicht selber gewünscht hätte. Also ganz kalt lässt es einen selbstverständlich nicht. Also da würde man jetzt tatsächlich lügen, wenn man sagen würde, okay, weil ich meine, es sind wir mal ganz ehrlich, man postet etwas auf Instagram oder halt eben auch auf Facebook, weil man ja auch, man ist ja stolz auf das, was man gemalt hat, ne? Und dann freut man sich natürlich, wenn eine gewisse Rückmeldung da ist. Wenn jetzt plötzlich eine Rückmeldung dann in dem Moment ausbleibt, wenn man halt sagt, okay, man postet irgendwas und bekommt da, was weiß ich, nur noch einen Bruchteil von dem, was an Rückmeldung und Likes und was weiß ich, was zum Beispiel bei einer vorherigen Miniatur war, dann bekommt man zweifelsohne erstmal Zweifel. Ne? Man denkt sich so, okay, habe ich da irgendwas falsch gemacht oder sehe ich da irgendwie nicht, dass das von der Qualität oder sonst irgendwas. Ich muss sagen, das war ein, zwei Mal bei ein, zwei Miniaturen, wo man sich dann schon mal so ein bisschen, mal Gedanken gemacht hat. Aber teilweise ist es halt auch etwas, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das hat manchmal auch überhaupt nichts mit der Bemalungsqualität oder so zu tun. Das ist manchmal halt wirklich einfach nur, ich kann es manchmal überhaupt nicht erklären, muss ich sagen. Also teilweise, ich glaube zum Beispiel die Figur, die bei mir bisher die größte positive Resonanz insgesamt bekommen hat, so was bei Facebook war, das war mein Ingold, den ich bemalt habe. Tatsächlich. Ich muss sagen, der ist auch sehr gut geworden, aber es war halt natürlich auch ein Forgeworld-Modell, da kann man sehr gute Resultate rausbekommen. Das war aber nicht bei weitem nicht das Modell, was bisher eben den größten Aufwand oder so weiter reinbekommen hat. Oder ich kann es an einem anderen Beispiel machen, wo man auch die Diskrepanz manchmal sieht. Ich habe zum Beispiel so einen Aragorn Elissar, den habe ich irgendwann mal geupgradet einfach nochmal. Ja? Also das heißt, ich habe dann mal was an den, so ein bisschen die Farben aufgehellt, ein paar Akzente reingemacht. Und das ist ein schönes Modell geworden, muss ich sagen. Ich bin zufrieden mit, aber es ist jetzt nicht die absolute High-Class von mir. Auch einfach kann es ja gar nicht sein, weil es ein Modell ist, was schon mal bemalt war, was von mir nur ein bisschen geupgradet wurde. Der ist aber trotzdem sehr, sehr, sehr super gut angekommen. Das hat mich echt beeindruckt. Auf der anderen Seite habe ich mal so zwei Ritter von Minas Tirith umgebaut und bemalt. Das waren praktisch Pferde von Perry Miniatures. Das waren Zinn-Miniaturen, den hatte ich Umhänge dran modelliert. Dann haben die nochmal extra Lanzen bekommen, wo dann auch praktisch nochmal mit Fahnen und was und so weiter und so fort. Und da war auch, was so die Bemalung der Pferde und so weiter angeht, habe ich da ordentlich Zeit rein investiert. Die sind, ich will jetzt nicht sagen, durchgefallen, aber da war die Resonanz sehr, sehr, sehr überschaubar. Im Nachhinein, vielleicht lag es auch an den Bildern, die waren, glaube ich, ein bisschen hell, die müsste ich mal demnächst nochmal neu aufnehmen. Aber da war auch keine Ahnung, woran das lag. Also das ist, glaube ich, manchmal einfach, was für eine Miniatur hat man, was für eine Tageszeit ist es, wo man es vielleicht hochlädt. Ja. Ja, also da könnte ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Gerade auf Instagram werde ich da ja relativ viel machen. Also das sehe ich tatsächlich wie du. Das ist tatsächlich auch so. Also ich glaube auch inzwischen, weil ich das tatsächlich auch öfters hatte und klar, Samuel, natürlich, das triggert einen schon ein bisschen manchmal dann so, wenn man irgendwie was Geiles abgeliefert hat und das performt dann letztendlich überhaupt nicht. Wobei eigentlich muss man sich da davon ja auch ein bisschen distanzieren, weil man macht ja eigentlich nicht, um auf Instagram irgendwie Fame zu bekommen, sondern weil es Hobby Spaß macht. Da muss man echt immer aufpassen, dass man da nicht zu arg reingerät. Aber ich habe das auf jeden Fall auch schon oft festgestellt und ich glaube auch, dass man da dadurch, dass es so stark vom Algorithmus und dem ganzen Gedöns abhängt, wenig, also ich denke, da ist falsch, das als Kritik aufzunehmen, wenn man jetzt wenig Likes auf irgendein Projekt oder irgendwas bekommen hat, weil es einfach absolut nicht objektiv ist, meiner Meinung nach, was da auf Social Media passiert, einfach generell. Also das, da glaube ich, darf man generell nicht zu hoch halten. Klar ist gerade für uns Maler oder auch im Auftragsmalbereich extrem wichtig, weil es halt irgendwie unsere Referenz auch am Ende ist. Aber so generell, was die Likes angeht, finde ich, darf man das nicht zu hoch für sich selber bewerten, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, was man da gemacht hat. Genau. Und auch was du gesagt hast, war es ganz wichtig, dass man da auch so ein bisschen sich versucht, nochmal zu distanzieren. Dass man halt in erster Linie sich für sich selbst malt,
natürlich, und Ja. das sozusagen auch einfach als einen Bonus dann nimmt. Also zum Beispiel, ich habe jetzt auch diesen Instagram-Account für mich jetzt gestartet, einfach um für mich eine Motivation zu haben, praktisch einfach, sagen wir mal, Bilder, also gescheite Bilder von meinen Miniaturen dann zu haben. Eine Übersicht für Leute zu haben, wenn die, was weiß ich, mal irgendwie ein Bild zum Beispiel bei Facebook sehen und dann sagen, okay, cool, ich würde mir ganz gerne vielleicht noch mehr von deinen Werken anschauen, dann kann ich die einfach auf meinen Instagram-Account verlinken und mit der Zeit will ich dann tatsächlich im Laufe des Jahres auch eigentlich alle Werke, die ich bisher so gemacht habe, auch da tatsächlich Schritt für Schritt posten, damit ich da auch für mich dann auch mal eine Übersicht habe und auch mal praktisch gute Bilder und es ist ja auch immer dann jedes Mal nochmal ein Anlass für mich, dann nochmal über die Miniatur drüber zu gucken. Vielleicht kann ich hier nochmal Ja. Akzent setzen oder hier nochmal, was weiß ich, zum Beispiel den Bären, den ich jetzt gepostet habe. Da habe ich halt einfach nochmal zwei Pilze oder so auf die Base drauf gemacht und hier nochmal ein bisschen einen Busch und so weiter und so fort. Aber da muss man halt immer auch aufpassen, dass man das trotzdem für sich macht. Und ich muss sagen, ich bin prinzipiell mit dem, was ich male, erstmal zufrieden und dann kann man im Nachhinein ja immer dann nochmal gucken. Ne? Aber dass man sich nicht abhängig macht, weil wie du sagst, es kann manchmal eine Rückmeldung sein und es hat auch was Positives, aber Social Media kann sehr toxisch sein. Auch für die Leute, die Content produzieren. Bin ich voll bei dir. Da kann ich vielleicht noch einen anderen Aspekt reinbringen zu dem Thema, nämlich genau das, wie ist die Erwartung mit der Rückmeldung dann? Ich habe das auch ganz oft bei Videos, wo ich mal von Videos erwarte, die werden durch die Decke gehen. Da denke ich, da stecke ich Stunden rein im Vorhinein mit Vorbereitung. Ich überlege mal was, ich kaufe Material dafür, ich stecke es rein. Und dann kriegt das Video 200 Klicks und 10 Likes und kaum einer kommentiert und du denkst eigentlich, okay, was hast du da reingesteckt? Und dann gibt's Videos, da habe ich eine halbe Stunde reingesteckt, wo ich mir einfach dachte, spontan eingefallen ist, hey, das könnte ich jetzt schnell machen. Hab was aufgenommen, das gar nicht großartig geschnitten, hochgeladen und komme auf 600 Views rauf und 1000 Kommentare. Einfach weil es in dem Moment gerade passt. Und da denkt man sich dann teilweise, wieso machst du das dann überhaupt? Also ein Beispiel, wo es mir zum Beispiel stark aufgefallen ist, es war, ich habe ein Geländestück ausgepackt. Also ich habe einfach ein Paket, was ich bekommen habe, ausgepackt und das herzeigt. Das war vom lieben Marvin. Das war ein wahnsinnig geiles Geländestück, aber es war jetzt eigentlich vom Video her überhaupt nichts Besonderes. Im Sinne von das Geländestück natürlich schon, aber das Video an sich war einfach so Larifari. Da habe ich innerhalb einer Woche habe ich 600 Klicks gehabt. Das ist mehr, als ich von den Videos im ganzen letzten Monat gehabt habe, wo ich Videos dazwischen gehabt habe, wo Stunden reingeflossen sind, wo ich wirklich mal gedacht habe, okay, das waren jetzt 20 Stunden Arbeit. Und die haben 200 Klicks oder sowas. Und da habe ich mir dann schon oft gedacht, okay, machst du das jetzt wirklich weiter, wenn eigentlich das, wo du viel Arbeit reinsteckst, gar nichts wert ist sozusagen. Also das habe ich schon öfters mal gehabt. Und das ist ein ganz toxisches Ding, um da jetzt vielleicht mal so ein bisschen ganz, ich will nicht sagen off-topic zu gehen, aber das sieht man das hat man zum Beispiel auch bei ganz vielen jetzt abseits des Hobbys generell YouTubern oder Leuten, die auf Social Media arbeiten, dass sowas wie, was weiß ich, Reaction-YouTuber und so weiter und so fort halt natürlich dann auch entstanden sind, weil sie gemerkt haben, dass das ein einfacher Content ist, der viele Nutzer anzieht und dann Qualitätscontent eben zum Beispiel dann teilweise in den Hintergrund gerät, weil der halt deutlich anstrengender ist, dieses Kosten-Nutzen-Ding. Aber das ist ja der Vorteil von uns, dass wir darauf halt eben nicht abzielen müssen. Ich meine, ich mache ja trotzdem meinen Shit dann, ne? Und Du nicht, ich schon. ja, wobei man sagen muss, du bist ja sowieso krass dabei, weil ich glaube, wie viel folgen dir auf Instagram? 1.500, oder? 5.800 inzwischen, glaube ich. Ja. Hey, gut. Also das ist vielleicht einfach, dass man das dann nochmal auf den Punkt bringt, dass man sagt so, man darf sich nicht zu sehr davon abhängig machen, aber es ist trotzdem schön, wenn man eine Rückmeldung bekommt und dann vielleicht auch mal an die Zuschauer, an die Leute, die Bilder kommentieren und Likes geben und so weiter. Also einfach danke. Ne? Also es ist echt toll, Ja. wenn du unter ein Bild geschrieben hast, von mir ist richtig gut geworden oder das gefällt mir oder hier der Farbstil gefällt mir oder wieder richtig geil geworden oder sonst was. Das ist toll. Ja? Also Das motiviert, ja. genau, das motiviert immer wieder einen, das freut einen, aber ich fordere das auch, ich kann das ja auch nicht gar nicht einfordern. Also ich erwarte es nicht, aber ich finde es toll, wenn es passiert. Ja? Ja.
ist ja auch immer bei unseren Podcasts so, wenn wir da recht viel Kommentare kriegen und die Leute schreiben und kommentieren und reden einfach mit und sowas, wie da einfach, wie das bei uns selber abgeht, oder? Das merken wir ja teilweise, wenn wir nachträglich über einen Podcast reden und so sagen, schau, was jetzt wieder für ein Kommentar kommen ist. Und zum Beispiel ein Kommentar, wo wir relativ viel drüber geredet haben, war einfach, das war von Marc war es, der geschrieben hat, wir sind so eine coole Konstellation, wir zwei. Mhm. Weil das einfach so passt und wir zwei verschiedene Ansichten machen und das macht so Spaß, uns zuzuhören. Und wir haben einfach über dieses Kommentar, glaube ich, sicher 20 Nachrichten hin und her geschickt, ja. Weil wir so drüber geredet haben, ja, ist doch cool und sonst irgendwas und sowas. Das macht schon viel. Also an alle, die das da draußen machen, vielen Dank, das bringt es auch weiter, das hilft uns auch, dass wir weiter Podcasts machen. Und vielleicht allgemein, das soll jetzt gar kein Kommentar-Phishing für uns sein oder allgemein, aber wenn ihr was seht, was euch gefällt, nehmt euch die Sekunde Zeit und schreibt das drunter. Ja. Ich muss sagen, ich habe das jetzt auch bei mir dann zum Beispiel auch schon ein paar Mal gemerkt. Zum Beispiel kennt ihr den Ganyav Studios? Oder auch so Shadow und Flames und so weiter, die posten ja richtig krasse Sachen auch. Und dann kriegen sie halt, wo ich mir denke, nur 50 Likes oder so auf Facebook, wo ich mir denke, Leute, das ist richtig geiler Content, ne? Also. Ja, vor allem musst du dir den Vergleich dann wieder reinziehen. Dann gibt es ja echt Sachen, die sind jetzt, ja, die sind schön, die sind nett. Das ist ja auch cool, dass es das jemand macht. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was schlecht bewerten oder so, aber auf Instagram ist es dann halt so, da haben dann Sachen irgendwie oder Miniaturen tausende von Likes, wo du dich dann fragst, eben wie du jetzt gerade eben auch gesagt hast, Michael, bei deinem Videobeispiel, was dann viel mehr Klicks einfach hat und du weißt nicht warum, da fragst du dich dann auch so, hey, okay, aber ja, was mache ich dann eigentlich so? Ja, wie du es gesagt hast, das ist schon echt crazy manchmal. Die Wege des Algorithmus sind oft unergründlich. Ja, genau. Was ich gerne noch zusammenfassend sagen würde, zu dem letzten, bevor wir zum letzten Punkt kommen. Und zwar, ich glaube, dass gerade auf Themen Turnieren sehr stark die Community auch wirklich dankbar ist. Das merkt man, wie teilweise Sachen gefeiert werden und so. Was ich aber schon noch dann in die Community gerne raussagen würde, wenn sich jemand den Arsch aufreißt, und das merkt man relativ schnell, hängt euch nicht an Kleinigkeiten auf. Wenn dann eine Kleinigkeit nicht passt oder sonst irgendwas, dann kann man das zwar rüberbringen, aber versucht das so rüberzubringen, dass denjenigen dann nicht noch demotiviert. Also gerade im Thema Turnier oder sowas, wenn das Essen nicht passt, wenn vielleicht irgendwas, wenn euch ein Szenario nicht gefallen hat oder sonst irgendwas, bringt das einfach eine Art und Weise rüber, die denjenigen nicht zurückhaut in seiner Art und Weise, weil gerade diejenigen sind so wichtig für unsere Community, dass das gemacht wird. Wobei man sagen muss, und da sind wir aber, finde ich, auf einem sehr guten Status quo. Also das ist... Ja, absolut, das war jetzt auch gar nicht so... Ja, ja, aber so... Als Kritik eines tatsächlichen Punkt. Und was ich noch sagen muss, grundsätzlich bin ich ja kein großer Corona-Fan, also ich glaube, das ist eh keiner, aber zum Thema Wertschätzung, glaube ich, ist seit Corona ist mein Kanal deutlich deutlich geschätzter, kommt mir persönlich so vor. Dass sich mehr Leute die Zeit nehmen zu kommentieren, dass doch mehr Likes da sind. Gar nicht jetzt vielleicht mehr Klicks, aber dass zumindest die Rückmeldung größer ist und stärker und sich die Leute trauen zu sagen, wenn ihnen was gefallen hat. Das muss ich schon sagen, das ist... Ich habe den Kalender super gefunden in der Weihnachtszeit. Der war nett, der Kalender. Zum Beispiel. Und du hast auch mitgeholfen. Ja, eh, aber war ziemlich wholesome einfach, weißt du, jeden Tag so dein Rätsel gehabt und so halt eben. Es war einfach nett so, ne? Community-mäßig. Es hat mir gut gefallen. Aber eben, vielleicht kommt auch einfach von dort die Wertschätzung so ein bisschen halt eben, denke ich mal. Es ist ja auch einfach dann, es gibt dann ein bisschen was so, es ist einfach angenehm so, auch wenn man nichts gerade so unternehmen kann oder so halt, ne? War das irgendwie so ein bisschen Community-Ding trotzdem da vorhanden. Sehr schön, sehr schön. Gut, möchte jemand noch was zu diesem zweiten Thema sagen oder kann ich zum dritten kommen? Gönn dir den dritten. Gönn dir den dritten, ja.
Und zwar geht es mir so ein bisschen darum, ich habe es selber auch gemerkt und so weiter, und ich merke es auch manchmal bei mir selber. Und zwar, was ist eine Arbeitsstunde Hobby wert? Und zwar habe ich manchmal so das Gefühl, ich nehme mich nicht raus, ich nehme mich nicht raus. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt super das Vorbild bin oder sonst irgendwas, sondern allgemein einfach. Und zwar, dass der Gedankengang oft da ist, na, du machst ja Hobby, deswegen ist diese Stunde Arbeit nicht so viel wert. Du machst das ja was Lustiges, das dir Spaß macht, deswegen musst du ja nicht so viel dafür verlangen. Und zwar eben Dienstleistungen im Hobby. Jetzt, da habe ich jetzt vor allem deswegen die beiden Kollegen hier auch eingeladen, zum Thema jetzt beim Jonathan eine Figur bemalen, wo sich dann wo wer sagt, hey, willst du das nicht billiger machen, weil oder kannst da nicht noch was machen, weil es macht dir doch eh Spaß, das anzumalen. Oder eben beim Samuel, wo es dann heißt, naja, den Bit kannst du ja nachher dann selber auch noch verwenden und sonst irgendwas. Wie habt ihr das Gefühl, wie das im Hobby ist bezüglich einfach, was ist eine Stunde Arbeit wert? Samuel, du darfst gar nicht mal starten, wenn du willst. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also das eine war ja, wie gesagt, ich habe ja früher mich auch ein bisschen an Auftragsmalerei probiert, und da ist mich schon gespannt, was jetzt von den anderen zurückkommt. Ich muss sagen, ich habe den Eindruck gehabt bei der Malerei als Dienstleistung, dass das generell eher unterschätzt wird. Gelegentlich kommen auch solche Dinge, wie ich auch schon angesprochen habe, wie, ja, ich mache dafür Werbung in meinem Spieleverein oder ähnliches halt eben. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, so funktioniert es halt eben leider nicht. Ne? Also man möchte jetzt so sagen, komm, hol dir mal den Maurer rein und sag, naja, wenn du mir das da jetzt machst, halt eben mit der Wand, ne, dann werde ich all meinen Freunden erzählen, wie super du die Wand gemacht hast. Der wird dich halt auch anschauen, denke ich mir. Ne? Also auch das ist halt eben echte Arbeit, halt eben auch die Malerei. Und jetzt aber mit der BitSmith halt eben selber, muss ich sagen, es ist schon so, dass die Wertschätzung großes da ist. Also diese Dienstleistung verknüpft mit quasi, dass da auch ein Gegenstand erschaffen wird und den derjenige erhält, habe ich den Eindruck, ist quasi so die Wertschätzung oder Wahrnehmung als Arbeit mehr gegeben, als es bei der Malerei halt eben der Fall war. Also es ist ganz selten so, dass ich da mit den Kunden irgendwie uneinig wäre oder so, sondern die meisten halt eben, also manche sagen halt eben auch einfach dann, ja, ist gut, ist fairer Preis, aber ist mir jetzt gerade trotzdem zu teuer, ne? Ist ja auch vollkommen legitim halt eben. Und ja, schwierig ist halt eben bei der Einschätzung. Also ich habe ja zwei Tarife. Der eine Tarif, wenn ich meine, dass es nicht für den Shop tauglich ist und dafür, dass ich es weiter vertreibe, weil vielleicht einfach die Idee so individuell ist, dass das derjenige haben möchte und die Logistik, das in den Shop aufzunehmen und den im Lager zu haben, einfach zu hoch ist. Und der denkt, dass das super wäre und jeder möchte es haben oder so. Da hat es vielleicht so ein, zwei Fälle gegeben, wo man da vielleicht nicht aneinander kommt. Aber sonst muss ich sagen, ist es jetzt bei mir da schon so, dass die Leute halt eben bereit sind, das zu bezahlen und das quasi als Arbeit mehr wahrnehmen, als zumindest für mich selber damals beim Malen war. Fertig. Ja, mega interessant. Ja, also bei mir ist tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon kurz angeschnitten, ich muss das auch nochmal relativieren. Ich habe das jetzt vorher vielleicht zu arg in eine Richtung ein bisschen getrieben. Das soll jetzt nicht so rüberkommen, dass alle Leute, die Sachen in Auftrag bei mir geben, irgendwie Pfennigfuchser sind und irgendwie schauen wollen, dass sie das so günstig wie möglich bekommen. Auf keinen Fall. Also im Gegenteil, es gibt doch echt auf jeden Fall auch genauso die Leute, die es voll wertschätzen und die sagen, hey, klar, passt und ohne Diskussion oder irgendwas oder Preisdrücken, sagen, ja, hey, das ist mir wert, du machst da einen geilen Job und dann macht die Sache auch Spaß. Und gerade in letzter Zeit, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich halt einfach nochmal gesteigert habe. Ich weiß nicht, ich finde es immer schwierig, selber zu bewerten. Aber in letzter Zeit habe ich das auch weniger, dass ich irgendwie Kundenanfragen oder Kunden habe, die irgendwie sagen, oh nee, das ist mir nicht wert, das ist mir zu teuer oder weiß ich nicht, sondern dann halt eher sagen, wenn sie es dann nicht machen, wie du eben auch gesagt hast, Samuel, dass sie dann halt sagen, ja, okay, ich habe es mir jetzt vielleicht ein bisschen günstiger vorgestellt, aber ich verstehe das oder ich sehe das ein, dass das so viel kostet und so am Ende, weil es halt einfach, weil die Arbeit auch dahinter steckt.
Also das habe ich schon inzwischen mehr. Früher war das krasser. Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch jetzt ein bisschen an der Corona-Zeit. Also früher heißt in dem Fall vor 1, 2 Jahren. Also vielleicht an dich, Jonathan, ich fand dich schon vor einem Jahr krass, vom Marmeverbot her. Also Danke, daran alles kann es gut. nicht, daran kann es nicht liegen. Ja, aber also wie gesagt, da gibt es auch auf jeden Fall solche und solche, wie es halt solche und solche Menschen überall gibt. Und dementsprechend, ja, ist es halt so, aber klar, es ist schade, wenn dann halt wirklich so Leute das mit einem völlig falschen, oder was heißt falschen Auge, aber vielleicht wissen sie es einfach auch nicht anders und haben eine falsche Vorstellung, einfach eben auch durch irgendwas, was sie sehen und denken, das ist halt einfach, oder das, was sie selber bemalen, und dann ist das halt doch irgendwie vom Aufwand ganz anders als das, was jetzt jemand wie ich zum Beispiel auf meinem Master-Level mal 6, 7 Stunden an der Figur dran sitzt, an einer Miniatur, und dann kann ich die halt nicht für 15 oder 20 € bemalen. Also das ist eine logische Sache. Und ich weiß nicht, ob das dann teilweise auch ein Aufklärungsproblem ist, dass den Leuten das einfach nicht bewusst ist oder an was das liegt. Aber ja. Aber wie gesagt, es gibt beide Seiten. Es gibt auf jeden Fall auch viele Kunden, um die ich auch sehr dankbar bin, die das dann auch wertschätzen. Und letztendlich ist für uns als Künstler ja auch irgendwie, obwohl das immer blöd klingt, wir machen das ja nicht wegen dem Geld, sondern weil es uns Spaß macht, das muss man schon sagen. Aber das dann, wie du gesagt hast, Michael, so auszunutzen, um zu sagen, ja, weil dir das Spaß macht, ist das für dich ja keine Arbeit. Also ich finde, das ist halt auch vielleicht auch ein gesellschaftliches Ding, was wir da so falsch ja, eingeprägt bekommen haben, dass Arbeit immer ja, hart sein muss oder einem keinen Spaß machen darf und es nur darum geht, um das Geld zu verdienen. Also das ist für mich persönlich halt so ein bisschen der falsche Ansatz. Und Bisschen ist gut, dementsprechend, bisschen ist gut. ja, da bin ich halt so auf einem anderen Pfad unterwegs, aber nichtsdestotrotz muss es halt trotzdem irgendwie gewertschätzt werden. Und das ist halt letztendlich irgendwie ja dann am Ende durch das, was es mir wert ist, zu zahlen, weil das halt unser Zahlungsmittel ist. Und wenn ich dann halt, wenn mir dann jemand sagt, ja, okay, bemal mir den so und so auf dem und dem hohen Level für, oder ich sag jetzt mal eine Standardfigur für 2 € oder 3 €, das brauche ich auch keinem von euch zu erzählen, dass es nicht möglich ist, ein guter Tabletop-Standard für 2, 3 € zu bemalen. Das geht einfach nicht. Das kann kein Mensch, vielleicht kann es eine Maschine malen, aber ein Mensch zumindest nicht. Und dementsprechend ist dann automatisch für mich aus meiner Perspektive die Wertschätzung von demjenigen nicht gegeben. Und dann, selbst wenn ich es könnte, würde ich es dann vielleicht nicht unbedingt machen wollen, weil ich einfach sehe, demjenigen ist es dann auch nicht das wert, so, also, ja. Und ich meine, wenn das dann nicht, wenn es ihm zu viel ist, weil es halt finanziell nicht packt, dann ist es völlig was anderes, als wenn ich jetzt dann sage, ja, nee, ist mir zu teuer, es kann ja gar nicht sein und das kann ja nicht so teuer sein, so nach dem Motto. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren, denke ich auch. Und ja, aber das ist das, was du sagst, also die Wertschätzung ist da schon ein hohes Maß und halt für uns als Künstler auch ja, ein Bisschen großes gut. Ding eben, unabhängig, also sorry, dass ich jetzt so lange Nein, aushole, nee, aber gar das ist nicht. für mich schon echt so ein wichtiges Thema einfach auch. Und für mich zum Beispiel viel wichtiger als Social Media eigentlich. Also, weil ich da halt wirklich die Wertschätzung wirklich sehe, wenn ich einen Kunde habe, der sagt, hey, keine Ahnung, ich hätte jetzt den Aragorn-König aus dem dritten Teil auf Masterclass bemalt. Dann habe ich da Bock drauf, dann weiß ich, der schätzt es auch wert, wenn ich eine richtig geile Arbeit abliefer. Und dann kann ich da viel mehr dahinter stehen oder gibt mir das auch mehr letztendlich, weil ich weiß, okay, der Kunde ist dann glücklich, dem gefällt es. Oder dem Hobbyist habe ich sein Hobby irgendwie cooler gemacht, der hat was Geiles in der Vitrine stehen, wo er sich dran freuen kann, als wenn ich auf Social Media ein Foto poste und es dann 1000 Likes hat. So, wo die Leute halt teilweise, klar, die finden es auch schön, finden es toll, die klicken das an, liken es, aber dann in dem Moment schauen sie wahrscheinlich noch 1000 andere Fotos an. So. Also das so ein bisschen zum Thema Wertschätzung. Ja. Ja. Ich kann jetzt was ein Extrembeispiel noch bringen, wo ich mir denke, das zeigt vielleicht doch auch ein bisschen, in welche Richtung das gehen kann. Und zwar ist bei mir um einen Bekannten gegangen. Er hat mich gebeten, ob ich ihm eine Armee bemalen würde. Er hat gesagt, okay, er hat da 100 Standardtruppen, er möchte gern bemalt haben und er kommt einfach nicht dazu, ob ich das machen kann. Da habe ich gesagt, ja, können wir gern machen, aber für meine Zeit, ich habe auch ein bisschen ein Problem mit Hobby, da müssen wir wenigstens schauen, dass wir das irgendwie vergüten. Da habe ich gesagt, ja, ist gar kein Problem, das versteht er eh.
habe ich gesagt, ja, du, das sind die und die Figuren, ich schaffe maximal 5 pro Stunde und das ist schon viel, wenn ich mich beeile. Das heißt, schlussendlich hätte ich schon gern 2 Euro dafür. Hat er gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir einen Stundenlohn machen? Habe ich gesagt, ja, können wir gerne auch machen, aber dann bin ich beim selben Preis schlussendlich. Bloß, ich kann ja für dich trödeln. Das heißt, wenn ich jetzt sage, du gibst mir 10 Euro die Stunde, dann sage ich, ich habe 20 Stunden braucht und vielleicht hätte ich es auch in 16 geschafft. Da steigt es vielleicht schlecht aus, als wenn wir den Figurenpreis machen. Ja, aber 2 Euro pro Figur, das kommt bei 200 Figuren ja doch was zusammen. Ich habe gesagt, ja sicher, aber überlege, wie viel Zeit das ist. Von dem habe ich nie wieder was gehört. Ja, also ich muss sagen, das ist halt, das ist in deren Art und Weise halt, das ist unfassbar dreist. Ich kann es ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen meinen Senf dazugeben. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich nie jetzt irgendwie auch ansatzweise ernsthaft mit dem Gedanken gespielt habe, jetzt einen Bemalservice zu machen oder auch für Geld für Miniaturen zu bemalen, weil ich weiß, wie viel Zeit dahinter steckt und ich bin jetzt nicht gerade der schnellste Bemaler. Ich lasse mich dann auch mal während dem Malen durchaus leicht mal ablenken und so. Und dass ich mich fokussiert so richtig zum Bemalen hinsetze und auch wirklich dann mal so 2-3 Stunden male, das kommt relativ selten dann tatsächlich vor, beziehungsweise auch wirklich nur, wenn ich hochmotiviert da an der Sache bin. Und dann, ich müsste für mich persönlich einen Stundenlohn halt aufrufen, der, wo ich halt sage, okay, der ist, wäre halt sehr, sehr hoch. Und wenn dann jetzt jemand aber ankommt und dann sagt, also ich meine, wir müssen uns überlegen, es gibt auch sowas wie Mindestlohn und so weiter und so fort. Ja. Und an der Miniatur 5-6 Stunden dran zu sitzen, auf einem bestimmten Level, ja, ich sitze länger dran, weil ich auch nicht der schnellste Bemaler bin in dem Moment. Aber trotzdem, also dann anfangen mit 2 Euro pro Figur, das ist halt einfach dreist. Aber gut, dreiste Leute gibt es überall, muss ich sagen. Aber ja, ich verstehe es tatsächlich halt auch nicht, weil eigentlich jeder, der auch selbst auf niedrigen Level schon mal eine Miniatur bemalt hat, ja, müsste wissen, wie viel Zeit es tatsächlich in Anspruch nimmt. Natürlich kann man vielleicht genau nicht bei allen Sachen immer so ein bisschen das abschätzen, wie viel Zeit es frisst, aber teilweise, ja, weiß ich auch nicht, was bei manchen Leuten dann so ein bisschen die Sache da ist. Ich muss aber sagen, dass mich manche Sachen auch sehr gewundert haben, wie günstig manche Dinge dann doch sind. Ja. Also, was ich so teilweise auch schon mitbekommen habe, wie wenig Leute bei manchen Dingen halt auch was von der Bemalung her reden, wo ich mir denke, okay, man muss sich halt auch mal vorstellen, so eine Miniatur muss ja auch erstmal entgradet werden. Dann muss sie halt auch erstmal zusammengebaut werden. Dann muss sie halt gebased werden, grundiert werden und so weiter und so fort. Und allein schon das absolute Minimum frisst halt schon Zeit. Natürlich kann ich es jetzt direkt mit 100 Miniaturen gleichzeitig machen, aber trotzdem. Und ich muss sagen, bei so. Dazu muss man dazu sagen, den Preis habe ich aufgerufen, weil ich die Person gekannt habe. Und nicht mal gedacht habe, ich tue ihr einen Gefallen. Klar, und das ist schon ein absoluter Spottpreis, den du da jetzt reingebracht hast. Ja, also das ist eigentlich. Klar, ich meine, wenn es ein Freundschaftspreis ist, dann sage ich noch, okay, aber unter normalen Bedingungen ist es eigentlich auf jeden Fall definitiv zu wenig. Ich würde auch bei Freunden würde ich nichts gegen Bezahlung bemalen. Das Einzige, was ich für Freunde bemale, ist vielleicht ein Geburtstagsgeschenk oder so. Ja, also zum Beispiel den Peter-Kurs, den habe ich jetzt immer noch nicht gemacht, er hat letztes Jahr Geburtstag gehabt, wir haben uns seitdem nicht mehr physisch wegen Corona getroffen, aber der bekommt von mir eine Miniatur zu Fuß und zu Pferd bemalt. Das mache ich aber halt auch einfach freiwillig als Geburtstagsgeschenk, unabhängig irgendwie von Bezahlung oder sonst was. Oder meiner Mutter habe ich diesen Radagast als Diorama bemalt mal, wo ich da jetzt gerade das Upgrade noch ein bisschen mache. Das mache ich schon, weil ich da Lust in dem Moment drauf habe, aber gegen Bezahlung, schwierig. Mache ich halt nicht. Sagen wir so, es liegt halt daran, ich bin nicht der schönste Maler, also ich werde weder mit dir noch mit Jonathan in irgendeiner Form konkurrieren können. Aber nicht ich so mal halt schnell. Auch nicht. So hässlich bist du auch nicht. mich hat eine genommen, von dem her passt das. Ja. Nein, was ich sagen wollte im Sinne von, ich mal halt einfach schnell. Ich kann schnell eine Armee auf einen Tabletop-Standard anmalen. Und das kann ich mehr oder weniger bieten. Und ich denke mal halt oft, wenn jemand einfach nicht die Zeit oder die Muße hat, dass er sagt, okay, ich schaff's nicht, meine Armee zu bemalen, dann habe ich halt öfters die, oder da hätte ich schon öfters die Situation gehabt, wo man sagt, hey, ich tue da jetzt den Gefallen, ich male das für dich an, damit du eine bemalte Armee spielen kannst. Und dieses Geld ist halt eher sowas, damit ich die Farben abdecken kann und solche Sachen. Weil ich sage mal eben bei 2 Euro, wenn ich mal denke, bei 100 Figuren, wie viele Pinsel mir draufgehen und alles,
Da bleibt eh nichts über. Ja, also ich kann es vielleicht so ein bisschen mal sagen, wie ich mir jetzt zum Beispiel jetzt mit Lukas, ne, wegen dem Gelände. Da hatten wir jetzt auch einfach mal so ein bisschen überlegt, gut, wie viele Stunden kommen da rein und so weiter und so fort. Und da habe ich halt zum Lukas gesagt, hier, guck einfach, ich habe das und das Budget, was ich mir vorgestellt habe, plus minus. Guck einfach, wie viel Aufwand das für dich dann ist. Dann kannst du mir nochmal Rückmeldung geben, dann kann man immer noch abspecken oder dazu machen, je nachdem. Und dann schauen wir einfach mal. Ich meine, die Sache ist jetzt, ich vertraue Lukas, weil ich kenne Lukas, ne? Und dementsprechend funktioniert das dann auch ganz gut. Und da hat er auch dann schon gesagt, okay, da kommen wir auf jeden Fall hin oder dann, das könnte sogar für alles reichen oder sonst wie. Aber ich habe ihm dann auch gesagt, hier, mir ist es halt auch wichtig, ich will euch jetzt hier auch nicht für 5 Euro die Stunde abspeisen. Ne? Ich meine, gut, jetzt kann nicht jeder sich sowas dann direkt leisten oder so. Aber ich weiß nicht, Aber das. ich finde es halt auch schwierig, dann zu sagen, gut, irgendwie, ich habe jetzt keine Lust für was zu bezahlen, wo ich weiß, dass derjenige Zeit und Geld rein investiert, also Zeit für sich und Mühe rein investiert hat. Ich will ja niemanden für 5 Euro die Stunde irgendwie ackern lassen. Und es ist mir völlig egal, ob es ihm Spaß macht oder nicht. Das ist Arbeit. Ja. Aber ich finde das auch nochmal ein guter Punkt, was du da sagst, oder was ich ja vorhin auch angemerkt habe, mit dem nicht viel Geld haben. Da denke ich mir dann auch manchmal irgendwie ist gewissermaßen ja eine Ausrede, weil jeder von uns weiß, wie viel Geld das Hobby frisst. Und wenn ich mir halt Figuren im Wert von, was weiß ich, wie viel, von Hunderten oder Tausenden Euro kaufen kann, und da sind wir wieder bei der Wertschätzung, wenn mir das dann wert ist, dass mir das jemand bemalt, dann muss ich doch auch bereit sein, den entsprechenden Preis zu zahlen. Also da ist immer die Frage, ob das dann wirklich daran liegt, wie du jetzt sagst, wie du es mit dem Lukas auch abgemacht hast. Okay, du schaust, was du für das kriegst, das ist mein Budget, und dann schau, was da dafür geht. Aber wenn ich halt schon von vornherein diese Haltung habe, ja, ich will nur das und das bezahlen, aber möchte das und das bekommen, dann ist einfach die Wertschätzung nicht da. Und dann immer dieses, ich weiß, klar, mag das bei manchen vielleicht sein, dass es finanziell so ist, aber wie viele Leute haben dann, ich meine, ich schließe mich da selber nicht auf, mein eigener Backlog ist überirdisch, weil ich halt selber einfach nicht zu meinen Sachen komme, aber ja, da steckt so viel Geld drin, und dann zu sagen, ja, da für die Bemalung ist mir dann aber zu teuer, dann ist die Frage, ist es mir zu teuer oder ist es mir einfach nicht wert? Und das ist halt ein großer Unterschied. Zumal, da müssen wir halt auch dann nochmal sagen, erstens, wir haben ein relativ teures Hobby, wobei es gibt so viele Hobbys, wo noch viel, viel teurer sind. Ne? Aber Klar. wollen wir jetzt gar nicht miteinander vergleichen, aber eine Miniatur zu bemalen zu lassen, ist nochmal meines Erachtens innerhalb des Hobbys nochmal ein Ding, was preislich eher nochmal in der High Class eigentlich ist, meines Erachtens. Das ist ein absolutes Luxus innerhalb dieses Luxushobbys. Finde ich jetzt persönlich. Den ich mich aber auch selbstständig entscheide, weil das ist keine Notwendigkeit, dass ich das mache, Ja. sondern das mache ich, weil ich jetzt selber der Meinung bin, das hätte ich gern. Und wenn jemand dafür einen Preis aufruft, der normal gerechtfertigt ist, dann ist das halt so eine Sache. Ja, ist Dann halt. muss man damit leben, weil das ist, da entscheide ich mich ja dafür, dass ich gefragt habe, und das muss mir auch klar sein irgendwo. Ja, also ich muss aber sagen, dass es tatsächlich, ich glaube, einfach, also. Ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen. Also, wenn jetzt jemand wirklich mit so ganz dreisten Sachen ankommt, dann ist das halt einfach dreist. Ne? Es ist auch wieder hier die Weisheit des Tages: dreist ist dreist. Ne? Vielleicht ist es teilweise einfach Unwissenheit, aber ja. Ich meine, da könnt ihr sowieso, habt ihr deutlich mehr Erfahrung. Ich meine, was das so, ich habe ja eher nur die Erfahrung als Kunde, wenn man es so haben will. Und ihr könnt ja dann eher praktisch so ein bisschen abschätzen: Ist es besser geworden oder, ich meine. Jonathan, du hast ja schon mal gesagt, dass du das Gefühl hast, dass es einfach generell die Wertschätzung da einfach schon mal gestiegen ist. Also bei mir persönlich, was jetzt mein Bereich oder mein Studio antrifft, betrifft auf jeden Fall, ja. Also da habe ich echt vor zwei, drei Sachen, vor zwei, drei Jahren oder vier, genau die Sachen erlebt, was wir jetzt vorhin auch besprochen haben, eben mit, oh, ist mir zu teuer und ich will nur 2, 3 Euro pro Miniatur ausgeben, etc. Das habe ich eigentlich praktisch nicht mehr. Also wie gesagt, wenn dann ein Kunde mal da ist, dann sagt er, okay, schade, ich habe gehofft, es ist ein bisschen günstiger, aber kann es mir schon vorstellen und verstehe ich, und dann passt das auch. Und dann ist es für mich auch in Ordnung. Also für mich ist so, so oder so in Ordnung. Wie gesagt, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will das für 2 Euro, dann sage ich halt inzwischen, sorry, geht nicht und fertig. Also ist ja, also bei mir ist nicht so, dass ich jetzt. Das ist halt auch das Gute, wenn man dann ab einem an einem bestimmten Punkt ist. Da habe ich auch mit dem Lukas Das schon sehe ich drüber dann auch. gesprochen.
Ja, genau, wo man das nicht mehr braucht. Also ich bin, letztendlich brauche ich es eh nicht, weil ich habe ja einen festen Job. Das heißt, ich mache das wirklich aus Spaß und aus Passion, letztendlich aus Leidenschaft. Und wenn dann die Wertschätzung halt nicht da ist, die sich halt letztendlich über den Preis widerspiegelt oder wie du vorhin gesagt hast, eben einen Stundenlohn gewissermaßen irgendwie trotzdem widerspiegeln sollte, um das Ganze wieder ja auszugleichen, sage ich mal, trotzdem, dann ist es halt so. Dann sage ich, okay, dann weiß ich nicht, dann such dir jemand anderen, der es dir macht. Und da ist halt immer auch das Problem, oder was heißt Problem, was wir so innerhalb den Studios oder innerhalb den Auftragsmann so feststellen. Das sind dann halt gerade so Sachen wie jetzt bei dir, Michael. Gut, bei dir war das jetzt ein Kumpel, aber es gibt halt genug Leute. Ich meine, ich habe so auch angefangen im Studium, so nebenher zu bemalen. Und dann bist du jetzt, ich sage, auf das Geld angewiesen, ist jetzt übertrieben, aber du machst dann halt auch, also ich habe auch schon eine Goblin-Armee ganz am Anfang, als ich gestartet habe mit Auftragsmalen, habe ich auch eine Figur für 2 oder 3 € bemalt. So, also, und da ist halt das Problem, dass ich glaube, die Leute finden dann halt irgendwie wahrscheinlich trotzdem jemanden, der das macht. Und der ist halt letztendlich, oder lässt sich halt letztendlich dafür unterbezahlen, weil er es jetzt nicht anders kennt oder weil er halt sagt, ja, mir macht Spaß. Ich meine, ich habe das früher auch gemacht. Ich war genau in derselben Situation, deswegen kann ich das auch so wiedergeben letztendlich. Ja, und gewissermaßen, ich meine, wir haben da jetzt aktuell kein Problem und wie gesagt, ich habe eine gute Auftragslage, ich will mich da jetzt nicht drüber beschweren und das kann ja auch jeder machen, wie er will. Aber letztendlich, wenn es extrem ist, kann es schon dazu führen, dass halt andere Leute, die dann halt jetzt zum Beispiel sogar Steuern zahlen müssen, weil sie ein richtiges Studio haben, darunter leiden. Wo wir jetzt nochmal bei eigentlich bei einem anderen weiterführenden Thema sind, aber darunter dann leiden, weil es halt Leute gibt, die halt für 2, 3 € bemalen. Ja, und letztendlich damit halt so die Branche ein bisschen schädigen oder anderen halt Kunden wegnehmen, gewissermaßen. Ja, ich weiß nicht, aber ist jetzt schwierig zu sagen, weil da gibt es wahrscheinlich verschiedene Standpunkte und Seiten und ich will auch niemandem vor die Füße treten. Soll jeder machen, wie er will, aber Wobei ich noch eine Sache ich dazu verstehe sagen mag. vielleicht, was ich meine. Ich glaube, keiner von diesen 2 Euro-Kunden wäre jemals dein Kunde zum Beispiel. Ich glaube, die, Ja, wenn die so den Preis drücken, auch wenn sie irgendwen finden und so weiter, ich glaube nicht, dass die jemals zu einem Bemalstudio kommen würden, weil es einfach da gebe ich dir recht, da gebe ich, aber das für sie das ist eine ganz wieder. andere Welt ist. Ja, das kann gut sein, da hast du vielleicht recht. Und da, ja, stimmt, da gebe ich dir eigentlich recht. Das ist eigentlich jetzt so nicht das Problem, weil da einfach ja die Wertschätzung dann nicht da ist in dem Fall oder halt die Bereitschaft nicht, das auszugeben. Und dementsprechend werden das vermutlich dann nie Kunden von sowas sein. Ja. Tja, musst du halt aushalten, ne? Aber ich glaube, das Ganz Thema haben ohne. wir jetzt ganz gut eigentlich. Also, Entschuldigung, jetzt habe ich reingeredet. Nö, kein Ding, war eh nur Mist. Passt schon. Ich wollte nur sagen, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut eigentlich zusammengefasst, oder? Ja, Thema finde ich auch. Wertschätzung. Ja. Sollen wir? Und wieder einmal muss ich eine Sache sagen. Ja, ist gut, du bist ruhig. So, es passt schon. Mir wurde mal wieder bei meinem Thema nicht zugetraut, eine Podcast-Folge füllen zu können. Ich habe gesagt, ich habe Wir sind Minuten. im Moment bei 1 Stunde 40. Ja, ist gut. Hab's recht gehabt. Bist zufrieden. Und im Vorhinein habe ich mir noch anhören können, na, ob da gibt es genug aus und sonst irgendwas. Ja, das hat genug Fleisch. Mann, ich bin nur gerne vorbereitet. Und ich meine, ist ja nicht schlecht. Ich hab übrigens aufgrund dieser Initiative, ich habe mir noch mal eins, zwei, wir hatten dann gesagt, gut, dann können wir ja noch mal irgendwelche Schätzfragen uns überlegen oder so weiter, die vielleicht noch mal ein Ja. Gesprächsthema bieten. Und jetzt habe ich die halt schon mal gemacht. Ist doch auch nicht schlecht, ja? So Vorbereitung ist ja Na, keine aber wir Schande. können, sagen wir so, das können wir ja jetzt zum Rausschmeißer-Thema machen? genau. Okay, soll ich einfach mal eine Schätzfrage nehmen? Also kurz Raus. für hier, der Björn und ich haben uns jeweils Schätzfragen überlegt, und einfach, es geht darum, wer ist näher dran. Alles Cool. klar? Jo. Jo. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu hart das andere Thema abgebrochen. Ja, alles gut. Nee, war alles glaub gesagt. Und klar könnten wir noch ewig drüber reden, aber ich denke, wir drehen uns irgendwann an einem Kreis. Also ich denke, es wurde Ja. alles schön dargelegt, soweit. Ja. Genau. Okay, Dann, also, Björn, wie viele verschiedene leg Farben los. hat GW aktuell in seinem Sortiment? 143. Also ich muss ja sagen, 213.
Ich male ja hauptsächlich mit Vallejo inzwischen, deswegen Ja, ich auch. keine Ahnung, 350. Okay, 143, einmal 350. Michi, was sagst du? 313 habe ich gesagt. Also ich muss sagen, ich hätte es auch nicht gewusst. Ich hätte irgendwie auch so um die 150 oder sowas gesagt, weil ich mittlerweile auch vor allem mit Vallejo oder Vallejo, wie spricht man es aus? Ich weiß es nicht genau. Vallejo Vallejo. eigentlich. Vallejo. Naja, Also Vallejo. Doppel-L spricht mir, glaube ich, eigentlich als J. Ja, Als genau, J. Vallejo. Genau. Vallejo, also eigentlich, ja. Vallejo, irgendwie Ja, so. mit dem male ich auch, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Aber GW hat tatsächlich sagenhafte 331 Farben momentan insgesamt. Wuhu! Ja, ich glaube, Jonathan Stark, hat stark. gewonnen, oder? Ja, Ich, ich der glaube überhaupt auch. keine Ahnung hatte. Ja, du bist aber auf 19 Farben genau rangekommen, ne? Nicht Krass. schlecht. Ich habe aber zum Beispiel die Sprühfarben mal nicht dazu gerechnet. Aber da sind halt ein Haufen, also Airbrush dabei, die Technical Colors, dann was weiß ich, wie die das mittlerweile unterteilen. Früher hatten die ja praktisch so eine Farbpalette, ne? Und jetzt, also Ja. das ist ordentlich eskaliert bei denen. Ja, und die Contrast und Contrast was sind ja alles auch gibt. eine. Ja. Ja. Ja, Michi. Gut. Okay. Vor vielen Jahren, inzwischen vielen Jahren, gründetest du damals die HTL, die Facebook-Gruppe, die heute unter dem Namen Mittelerde Tabletop Community bekannt ist. Wie viele aktuelle Mitglieder hat diese Facebook-Gruppe? Ich bin Moderator, ich müsste wissen, aber ich habe keine Ahnung. Warte, ich weiß nicht, ich gucke auch nicht mit. Keine Ich glaube 3600 circa. Ich sag 2600. Keine Ahnung. Paar tausend sind es schon. Ich sehe die Blamage steil auf mich zukommen. Ich sag einfach mal 3825. Okay. Es sind aktuell, also zu dem Zeitpunkt, das habe ich um circa 16 Uhr nachgeschaut, da waren es 3.284 Mitglieder. Das heißt, der Punkt geht dann an Samuel. Okay. Okay, gut. Ja, da muss ich, darf ich ganz kurz noch was dazu sagen? Ja. Da muss ich noch einen kleinen Shootout an Olli geben. Also an praktisch den Mit-HTL-Gründer, wenn man so will, wenn ich das darf. Weil ohne den hätte ich tatsächlich niemals mehr mit dem Hobby wahrscheinlich angefangen, weil die damals Nee. den YouTube-Channel gegründet haben. Ich glaube, es Ja. geht einigen so. So krass. Und Tatsächlich, ohne ja. die wird es die Facebook-Gruppe auch nicht geben. Deswegen auch nochmal dieser Shoutout, dass die durch sie gegründet und alles. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also das war tatsächlich, ich weiß auch gar nicht, was damals so der Punkt war, wo ich dann irgendwie auf Facebook auf diese Gruppe gekommen. Ich weiß es gar nicht mehr, was praktisch der Anlass gewesen ist. Ich kann es gar nicht mehr so wirklich sagen, aber ich meine, ich bin froh drum, dass es das passiert ist. Also, Olli, MVP, muss man sagen. Ja. Gut, dann. Und Games Workshop hat ja schon viele Produkte bisher rausgebracht. Ne? Ich mache jetzt mal eine ähnlich tolle Einleitung wie der Michi. Und da gab es ja auch ganz viele unterschiedliche Produkte, vor allem im Mittelerde-Bereich. So, jetzt stellen wir uns mal vor, Michi wacht morgens auf und denkt sich, boah, ich bin reich. Weil er vielleicht Geld gewonnen hat oder hat Geld geklaut, gefunden. Ich weiß es nicht, was er so macht in seiner Freizeit. Und jetzt denkt Er er hat sich, genug Miniaturen um 2 € bemalt. genau. Jetzt denkt er sich so, wisst ihr was? Die Welt ist mir nicht genug. Ich kaufe mir jetzt die 10 teuersten Mittelerde-Miniaturen von Games Workshop. Wie viel müsste Michi dafür bezahlen? Die 10.000. Im Es geht Handel verfügbar? Nein, also generell auch die aktuell nicht verfügbar sind. eBay-Preise. Nee, nicht eBay-Preise, sondern was, also praktisch diejenigen, die man kaufen könnte, auch wenn sie aktuell nicht bestellbar sind, weil sie nicht on Stock sind. Ah, okay, aber sie sind theoretisch noch im Store Die sind verfügbar. theoretisch Also noch sie haben noch einen verfügbar. Store-Eintrag. Genau, sie haben noch einen Store-Eintrag. Und nur Games Workshop und nicht Forge World. Doch auch Forge World, weil Forge World gehört zu Games Workshop dazu. Aber jetzt nicht so ein Kram wie, keine Ahnung, irgendwelche Sets, wo eine komplette Fraktion dabei ist. Also Einzelminiaturen oder ja, einzelne Sets praktisch. Ja. Genau, die man sonst nicht Okay, einzeln bekommen könnte. Ich hau mal was raus und sag,
4110. 4110, okay. Was? Ich glaube, es sind 860 Euro. Nein, erwarten, nein, das ist jetzt, ich habe ziemlich viel jetzt rausgeholt. Ja. Ja, nein, ich gehe ja deutlich runter. Spät. Nein, ich habe jetzt im Kopf nochmal nachgerechnet und so gedacht, wie viele Modelle gibt es eigentlich, die über 100 Euro kosten? Digga, willst du okay. jetzt Smaugs holen oder was? Nein, ich habe jetzt, hab jetzt mit zu vielen Smaugs gerechnet. Ja, kannst du nochmal korrigieren, kannst du nochmal korrigieren. Ja, ich wäre auf 1400. Selbst das geht sich nicht aus, aber ja. Dann sage ich 1200. Okay, also, vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr Bock drauf habt, was würde euch denn so einfallen zu den so richtig teuren Miniaturen? Was würdet ihr Smoke. War Leader? Smoke auf jeden Fall. Dann, Balrog wahrscheinlich. Was? Ja. Wer? Der Balrog. Der ist nicht dabei, der fällt voll raus. Okay. Ah, okay, wirklich. Ich meine, ich kann es ja mal so ein bisschen, also, teuerste Miniatur ist Smaug mit 440 Euro. Ja. Dann haben wir die Wetterspitze für 330 Euro. Oh. Mhm. Ah, okay, Geländestücke. Okay, ich habe Geländestücke nicht bedacht. Ich sag mal Produkte, Mittelerdenprodukte in dem Moment. Ja, ist in Ordnung. Ja, dann Iron Hills Chariot für 130. Dann das Set Champions des Erebors für 105, weil man die nicht einzeln bekommt, soweit ich das jetzt gesehen habe. Außer ich habe mich total geirrt. Das stimmt, gibt es nicht mehr. Nein, früher hat es gegeben, jetzt nicht mehr. Dann ist der Stompy für 98 Euro, was ich übrigens ziemlich krass finde. Der Mumax Kriegsfürst mit 93 Euro. Der Gundabad Droll für 79 Euro. Gwei hier für 72, was übrigens auch ein sehr krasser Preis ist. Mega teuer. Den habe ich letztens auch erst gesehen und habe gedacht, boah. Wo ist da eigentlich der Unterschied zu einem Plastik? Ist der so viel detaillierter als ein Plastikadler? Weil die Pose relativ. Ja, schon. Es geht aber, glaube ich. Das ist schon richtig übel. Also, ich glaube halt, dass es großartig eigentlich ums Herstellungsverfahren geht, weil, wenn ich mir anschaue, was moderner Spitzkurs von Games Workshop kann, ne? Dann muss ich sagen. Also Spritzguss ist ja die Form zum Anfertigen so extrem teuer und es wird wahrscheinlich nicht die Auflage rechtfertigen. Ne? Da zahlst du halt eben dann das Resin und die Silikongussform halt im Backweil hier oder so. Ob der Preis jetzt gerechtfertigt ist, das ist Forge World halt, ne? Kann jetzt jeder so sehen, wie er will. Genau. Dann gibt es noch die Gundabad Ogre für 72 und Flink für 69. Ja? Wer jetzt so richtig war, hat mitbekommen, dass der Michi tatsächlich erst so richtig abseits war mit seiner Schätzung. Dann lustigerweise ziemlich fast genau und Schwarze getroffen hat. Es sind 1488 Euro, die man bezahlen muss. Stark. Ja, mit 1400 bist du ziemlich nah ran. Also, nicht schlecht, nicht schlecht. Wobei man sagen muss, dass erstaunlich viele von diesen Produkten aktuell nicht verfügbar sind. ich würde dann gern gleich einsteigen, weil mir bei dieser deine Fragestellung so gut gefallen hat. Und zwar hat der Games Workshop eine eigentlich recht umfangreiche Sammlung an Herr der Ringe-Modellen. Mhm. Wie viele einzelne Produkteinträge hat die Fraktion mit den meisten einzelnen Produkteinträgen? Wow. 22. Lustigerweise wäre das genau das gewesen, was ich gerade sagen wollte, deswegen sage ich jetzt einfach mal 19. Oh Gott. Dann sage ich 25. Okay. Möchtet ihr noch raten, welche Fraktion es ist? Gondor? Gondor hat nur 15. Mordor, sorry. Ja, Mordor. Mordor es sind diese. Sage und schreibe 28 Mordor-Produkte. Hui. Oh. Not bad, not bad. Aber für Mordor fällt viel rein. Ja, muss man sagen. Ich meine, allein schon die ganzen Nazgul und so ein Kram haben ja schon einige Produkte, muss man sagen. Aber, spannend. War cool. Ich hätte noch eine allerletzte Frage, die ich gern raushauen würde, die so realitätsfremd ist, dass das echt arg ist.
Es ist eine letzte Frage und dann würde ich gerne verabschieden, wenn das in Ordnung ist. Ja, gerne. Okay. Wie viele Statisten wurden für den Dreh von Der Herr der Ringe engagiert? Ja. 2000? 2000, erste Schätzung? 500. 500, okay. Ich sag mal ganz hart 8000. Okay. Ihr seid alle meilenweit weg und mit 8000 bist du trotzdem am nächsten dran. Es sind 26.000 gewesen. Was? Krasse. Okay, cool. Bist du? 28, wie viel? 26.000. 500, es sind 500 Sprechrollen in allen drei Teilen. Und zusätzlich 26.000 Statisten. 500 Sprechrollen? Ja. Boah. Okay. Ja, dann würde ich mal. Also da sprechen wir von Mini-Rollen natürlich, so Sachen wie ein Hobbit, der einmal genau sagt, irgendeine Kleinigkeit sagt oder sowas. Eine Rede. Genau. Aber es sind 500 Sprecher und 26.000 Statisten. Krass, echt krass. Ja, dann würde ich mal sagen, diese dann doch ganz interessante, war eigentlich ein paar ganz lustige Fakten jetzt nochmal am Schluss, ne? Ich glaube, wir können uns nochmal in Zukunft so Schätzdinge einfach überlegen. Mir ist auch schon mal nochmal was eingefallen, was man mal gucken könnte. Es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und ich muss sagen, ich hatte ursprünglich gedacht, dass wir so schön über das Thema auch diskutieren können. Ich fand, wir haben teilweise auch Themen angesprochen, wo ich nicht erwartet habe, dass wir sie ansprechen, aber ich fand es sehr schön und es hat Spaß gemacht. Ja. Juhu! Also ist jetzt meine persönliche Meinung. Dementsprechend würde ich mich dann auch aus der heutigen Podcast-Folge verabschieden. Denkt dran, vergesst niemals das zweite Frühstück und ich gebe ab zum Michi. Ja, ich hoffe, ihr habt was aus der Folge mitnehmen können. Denkt vielleicht selber mal drüber nach, über das, wann man das nächste Mal vielleicht ein nettes Wort für den anderen verliert, weil man freut sich doch selber auch immer über ein nettes Wort. Und es kostet ja kein was von uns. Und damit möchte auch ich beenden. Ich danke euch allen, dass ihr eingeschaltet habt, weil auch das ist eine Form der Wertschätzung, dass ihr uns einschaltet und uns eure Zeit schenkt. Und daher vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und jetzt geht's an die Gäste. Jo, ich bedanke mich für die Einladung. War ein spannendes Thema. Sehr interessante verschiedene Seiten zu sehen. Und jo, ich hoffe, die Leute haben Spaß beim Anhören. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung von euch auf jeden Fall nochmal. Hat echt richtig Spaß gemacht. Vor allem, wenn man nebenher viele Bases bemalt. Ist immer schön, eine coole Abwechslung zu haben und ein bisschen übers Hobby reden zu können. Und waren ja auch auf jeden Fall interessante Themen. Und ja, Michi, ich kann es nur nochmal zurückgeben zu diesem Thema Wertschätzung und auch Kommentare zu Bemalungen. Ich sag nur, what comes around, goes around. Ja, ich glaube, das sagt dann schon alles. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und viel Spaß weiterhin im Hobby. Behaltet die Freude am Malen, am Spielen. Genau. Okay, tschüss. Tschüss. Ciao.